Ganz herzlich willkommen zur Patienten-Online-Veranstaltung zum Thema Refluxbeschwerden. Heute werden nicht nur die Experten des Marienhospital Herne sowohl aus gastroenterologischer als auch aus chirurgischer Sicht über die Behandlung von Refluxbeschwerden berichten. Es freut uns sehr, dass wir auch zwei Patienten heute mit in der Veranstaltung haben, die auch ihre persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse rund um das Thema Reflux und in deren Behandlung gleich erläutern werden. Mein Name ist Daniela Lobin. Ich verantworte in der St. Elisabeth-Gruppe den Bereich Marketing und Kommunikation und ich werde Sie heute durch die Veranstaltung begleiten. Bevor ich an Professor Bausch zur Begrüßung übergebe, habe ich im Vorspann so ein paar organisatorische Themen, die ich gerne kurz mit Ihnen besprechen möchte. Sie haben während der gesamten Veranstaltung die Möglichkeit, Ihre Fragen in den Chat zu schreiben. Wir werden diese Fragen am Ende der Veranstaltung dann mit allen Referenten, sowohl ärztlicherseits als auch die Patienten, entsprechend ihre Fragen beantworten. Also immer, sobald Sie eine Frage zu etwas haben, hier sehr, sehr gerne in den Chat schreiben. Wir haben das im Auge und werden das dann zum Schluss der Veranstaltung dann auch beantworten. Vielleicht nochmal ganz wichtig, das ist ja heute eine Informationsveranstaltung. Wir können in diesem Format keine Visite anbieten. Das heißt, es ist keine Sprechstunde, aber wir werden auch zum Abschluss nochmal die Kontaktdaten einblenden für all diejenigen, die dann nochmal ganz individuell vielleicht mehr Informationen benötigen. Sie haben halt dann die Möglichkeit, sich bei den Kliniken entsprechend auch nochmal direkt zu melden und da ihre ganz individuellen Themen nochmal im Detail zu besprechen. So, und an dieser Stelle freue ich mich sehr, dass ich an den Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Marienhospital Herne, dem Universitätsklinikums der St. Elisabeth-Gruppe, übergeben kann zur Begrüßung. Sehr verehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie heute zu unserer Patientenveranstaltung zum Thema Refluxbeschwerdenbehandlung aus Sicht von Ärzten und Patienten begrüßen zu dürfen. Neben Herrn Dr. Schweinfurt, dem Leiter der Gastroenterologie hier im Hause, der Ihnen zur Diagnostik, aber auch zur Symptomatik der Refluxerkrankungen berichten wird, werde ich dann im Anschluss zur operativen Therapie referieren. Und danach haben wir zwei Betroffene eingeladen, die beide hier im Haus behandelt worden sind, die dann in einem gemeinsamen Gespräch ihre persönlichen Erfahrungen darstellen werden, gefolgt von einer weiteren Fragerunde, bei der Sie selber dann Fragen stellen können zu den Themen der Veranstaltung. Gut, dann würde ich sagen, wir starten gleich mit Herrn Schweinfurt und im Anschluss hören Sie dann meine Person. Also vielen, vielen Dank für die netten einführenden Worte. Ich will also tatsächlich beginnen, das Ganze eher so aus der Sicht des Internisten, aus der Sicht des Gastroenterologen hier zu schildern. Die Refluxkrankheit wird heutzutage als Volkskrankheit bezeichnet. Das heißt, wir haben, jeder Zweite kennt Symptome einer Refluxkrankheit und bei etwa 20% kann man tatsächlich von einer Refluxkrankheit auch wirklich sprechen. Wie ist die Definition, wie ist die Refluxkrankheit definiert? Das ist gar nicht so einfach. Man sagt grundsätzlich dazu, wenn der Rückfluss von Mageninhalt in die Speiseröhre zu entweder entzündlichen Veränderungen in der Speiseröhre oder aber zu belästigenden Symptomen führt. Die entzündlichen Veränderungen in der Speiseröhre, die sind relativ klar abgrenzbar endoskopisch. Das ist kein Problem, darüber die Diagnose zu stellen. Bei den Symptomen, da wird es schon schwieriger. Die Symptome sind sehr vielfältig. Sie werden das später noch sehen. Und was jeder Mensch als belästigend empfindet, das ist klar, das ist individuell extrem unterschiedlich. Wir haben es bei der Refluxkrankheit mit einer Erkrankung zu tun, die sehr auf die Mitarbeit, auf die Motivation der Patienten angewiesen ist. Stichwort Lebensführung, Ernährungsweise, Lebensgewohnheiten. Und aus dem Grund
macht es Sinn, zu Beginn der Darstellung, der Schilderung zunächst einmal auf die Ursachen, auf die Genese der Refluxkrankheit einzugehen. Darum geht es letzten Endes, um dieses Bild, um den Übergang Speiseröhre-Magen. Hier trifft in der Höhe des Durchtritts durch das Zwerchfell, durch den sogenannten Hiatus, eine kleine Lücke im Zwerchfell, die Speiseröhre auf den Magen. Und dieser Bereich hat eine sehr schwierige Aufgabe zu erfüllen. Er soll nämlich einerseits da die in Intervallen offen stehen für die Passage der Nahrung in den Magen, für das Durchrutschen der Magen, das Aufstoßen muss möglich sein, das Entweichen von Luft nach oben muss möglich sein. Auf der anderen Seite muss aber auch eine Barriere geschaffen werden, denn es handelt sich beim Bauchraum um eine Überdruckzone. Hier herrscht meistenteils ein Überdruck, während es dem Brustkorb abhängig von den bestimmten Atemsituation zu einem Unterdruck kommt. Und wenn das Loch jetzt immer offen stünde, würde also permanent eigentlich Mageninhalt in die Speiseröhre hineinfließen. Und damit diese Barriere aufrechtgehalten werden kann, diese durchlässige Barriere aufrechterhalten werden kann, arbeiten da zwei Mechanismen zusammen. Der eine Mechanismus, das ist ein kleiner Schließmuskel, der im unteren Bereich, in diesem Übergangsbereich sitzt, ein kleiner ringförmiger Schließmuskel, der sich öffnet, wenn Nahrung durchrutscht. Und der funktioniert nun leider bei Patienten, die unter einer Refluxkrankheit leiden, oft deutlich abgeschwächt oder er öffnet sich viel zu häufig im Laufe eines Tages. Es gibt jetzt einige Risikofaktoren, die dazu beitragen können, dass der Schließmuskel geschwächt wird. Das sind zum einen zum Beispiel Medikamente. Viele Blutdruckmedikamente machen das, Asthma-Medikamente, Antidepressiva. Also wenn es bei Ihnen im Rahmen einer Medikamentenumstellung, einer Höherdosierung eines Medikaments zu neu aufgetretenen Refluxbeschwerden gekommen ist, dann lohnt es auf jeden Fall, hier einmal mit Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt darüber zu sprechen. Stress, da wissen wir, das hat einen starken Einfluss auf unseren Magen. Darmtrakt. Insgesamt kann man sagen, dass durch Stress die Magen-Darm-Tätigkeit verlangsamt wird. Speziell auf den Magen bezogen heißt das, die Magentätigkeit verlangsamt sich und die Anspannung des Schließmuskels geht herunter. Und das wiederum kann eben auch zu Reflux führen. Außerdem weiß man mittlerweile auch, dass unter Stress die Empfindlichkeit der Speiseröhre etwas erhöht sein kann. Es gibt einige Nahrungs- und Genussmittel, die den Schließmuskel schwächen können, allen voran Alkohol. Wir wissen, dass Alkohol auf viele Muskeln im menschlichen Körper einen entspannenden Einfluss hat, so eben auch auf den Schließmuskel zwischen Speiseröhre und Magen. Es gibt noch ein paar andere Gründe, warum Alkohol Reflux verursachen kann. Alkohol hat häufig auch Kohlensäure, alkoholhaltige Getränke haben häufig viel Kohlensäure, die führt zu einer Überblähung des Magens und zu einer Druckerhöhung. Außerdem hat Alkohol häufig einen sauren pH, was das Ganze noch verstärkt. Und ja, gerade zu später Stunde nehmen wir dann halt auch im Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum häufig auch ungesunde Nahrung, fettreiche Nahrung zu uns, was dann den Reflux auch noch verstärken kann. Kaffee, Schokolade, auch das sind Genussmittel, die Reflux verursachen können. Beim Kaffee ist es wahrscheinlich eher nicht das Koffein. Auch entkoffeinierter Kaffee kann das verursachen. Tomaten, Zwiebeln, auch das kann letzten Endes zu einer Herabsetzung des Sphinktertonus, also der Stärke der Sphinktertätigkeit führen. Nikotin kann sowohl die Magensäurebildung verstärken, als auch diese Schließmuskelfunktion beeinträchtigen. Raucher bringen das oft nicht damit in Zusammenhang mit dem Rauchen, weil die Beschwerden oft erst nach vielen, vielen Stunden in der Nacht dann oft auftreten. Aber trotzdem, Nikotin ist ein ganz, ganz wesentlicher Risikofaktor für die Entwicklung von Reflux. Auf dieses Bild will ich nur ganz kurz eingehen, weil ich weiß, Herr Doktor wird das gleich noch viel, viel ausführlicher und viel besser machen, als ich das kann. Die Zwerchfelllücke, über die ich eben schon sprach, ist ein weiterer wichtiger Mechanismus zur Sicherstellung dieser Barriere zwischen Bauchraum und Brustkorb, also zwischen Magen und Speiseröhre. Wenn die Lücke zu weit ist, also diese muskuläre Zwerchfellklemme, wenn die zu weit ist, wenn sie ausgeleitet ist, dann können Inhalte aus dem Magen herauf sich bewegen in den Brustkorb. Und das kann halt eben auch zu einer Schwächung dieser Barrierefunktion führen. Jetzt haben wir zwei Punkte genannt, die zu einer Schwächung der
der Barriere führen können, aber es muss halt auch genug Druck von unten kommen, aus dem Bauchraum kommen. Und da gibt es nun auch einige Risikofaktoren, die auch viel mit unserer Lebensweise zu tun haben, die dazu führen können, dass dieser Druck aus dem Bauch halt erhöht ist. Zum einen, allen voran, das Übergewicht. Vor allen Dingen das Übergewicht, was durch eine Fetteinreichung im Bauch, das in den Hüften, das macht da weniger aus, durch eine Fetteinreichung im Bauch zustande kommt. Es gibt eine ganz schöne Studie aus dem Jahr 2006, die hat gezeigt, dass je schwerer die Menschen werden, je weiter wir uns also auf dieser Skala jetzt von links nach rechts bewegen, desto höher ist das Risiko, dass es zu Reflux-Symptomen kommt. Jetzt haben wir mal ein Beispiel rausgenommen, ein Mensch oder ein Mann in diesem Fall, der einen sogenannten BMI, also einen Body Mass Index von 30 hat, der also bei einer Körpergröße von 1,75, 95 Kilogramm wiegt, der hat das doppelte Risiko oder die doppelte Wahrscheinlichkeit, Reflux-Symptome zu haben als jemand mit Normalgewicht. Oder umgekehrt formuliert, wenn wir das Ganze jetzt mal von rechts nach links weiter vorangehen, dann sehen wir, dass Menschen, die Gewicht abnehmen, dadurch auch etwas Gutes tun für die Symptomatik im Hinblick auf Sodbrennen. Das zahlt sich sogar noch im Bereich eines Normalgewichtes bei einem Body Mass Index von unter 25 aus. Also Gewichtsabnahme kann bei vielen Menschen positive Einflüsse haben, nicht bei allen, aber selbst bei denen es in Bezug auf das Sodbrennen, auf die Reflux-Symptomatik nichts bringt, die haben dann auf jeden Fall immer noch was Gutes getan für ihre Leber, für ihr Herz, für ihre Gefäße. Gehen wir also weiter. Den gleichen Effekt wie Übergewicht kann auch zu eng sitzende Kleidung haben. Passen Sie auf, dass die Röcke, die Hosen nicht zu eng sitzen. Auch bei Gürteln, die bitte nicht zu eng schnallen, am besten sofort weglassen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema ist natürlich die Ernährung. Da gibt es verschiedene Aspekte zu beachten. Zum einen natürlich die Menge der Ernährung. Sebastian Kneipp hat vor vielen, vielen Jahren einmal gesagt, wenn man merkt, dass man gegessen hat, dann hat man eigentlich schon zu viel gegessen. Und da ist sicherlich viel Wahres dran. Man kann das vergleichen mit einem Luftballon, den man aufpumpt und den man nicht richtig zuknotet, wo dann eben auch die Luft entweicht. So ähnlich ist es eben auch beim Magen und bei einer nicht richtig funktionierenden Speiseröhrenmagenübergang. Auch da kann dann einfach von unten viel Mageninhalt in die Speise vordringen, wenn man einfach zu viel isst. Aber auch auf die Art der Ernährung kommt es an. Es gibt zahlreiche Nahrungsmittel, die zu Sodbrennen, die Sodbrennen verstärken können, die zu Sodbrennen führen können. Wenn man da im Internet guckt, dann wird man überschüttet mit Informationen. Aber es gibt auch so einige bestimmte Sachen, die immer wieder genannt werden und von denen man weiß, dass sie speziell halt Sodbrennen verursachen können, Sodbrennen verschlimmern können. Das sind zum einen fettige, frittierte Speisen, die liegen lang im Magen. Es wird viel Magensäure gebraucht, um die zu verdauen. Dann kommen wir zu stark gewürzten Speisen, Chili, Paprika, Pfeffer genannt, Hülsenfrüchte. Wir wissen, dass durch den Verzehr von Zitrusfrüchten der Säuregehalt im Magen noch verstärkt werden kann, auch von viel fruchtsäurehaltigen Obstsorten wie Ananas, Nektarinen. Da kann es auch schon zu einer Reizung der Speiseröhren, Schleimhaut durch diese Obstsorten kommen. Süßes macht den Magen sauer. Auch da ist viel Wahres dran. Die Magensäureproduktion wird verstärkt und auch Süßspeisen haben einen schwächenden Einfluss auf den Sphinkterapparat, also auf diesen Schließmuskel. Es macht im Einzelfall Sinn, ein Tagebuch zu führen. Wie gesagt, wenn man sich im Internet da informiert, dann wird man zugeschüttet mit Informationen zu diesem Thema. Am besten geht man wirklich so vor, dass man für sich individuell versucht herauszufinden, was sind denn jetzt die Speisen, die ich persönlich nicht vertrage, wo ich dann immer wieder Sodbrennen nachbekomme. Das macht man mal so einige Wochen lang und versucht dann wirklich diese Speisen, diese Nahrungsmittel zu eliminieren. Es gibt auch einiges zu beachten, was den Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme angeht. 3 bis 4 Stunden vor dem zu Bett gehen sollte man nicht mehr, keine größeren Mahlzeiten mehr zu sich nehmen. Im Liegen hat der Reflux einfach leichtes Spiel. Auch vor dem Sport sollte man aufpassen, denn beim Sport benutzen wir automatisch immer auch vermehrt die Bauchpresse. Das erhöht auch den Druck im Bauchraum und verstärkt den Reflux.
Frauen, die in der Schwangerschaft Reflux-Symptome haben, da wird es sicherlich viele von geben, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Da gibt es zwei Gründe für. Zum einen ist es einfach eng geworden im Bauch, auch das erhöht wiederum den Druck. Zum zweiten sind es hormonelle Umstellungen, Hormone, die die vorzeitige Wehentätigkeit verhindern sollen, haben eben auch einen ungünstigen Einfluss auf diesen Schließmuskel, und aus dem Grund erleben viele Frauen im Rahmen der Schwangerschaft halt zum ersten Mal eine Refluxsymptomatik. Kommen wir zur Symptomatik. Jetzt haben wir viel darüber gelernt, wie Sodbrennen entsteht, aber welche Symptome macht es? Früher, da war die Sache klar, da hat man gesagt, Reflux ist gleichbedeutend mit Säurerückfluss vom Magen in die Speiseröhre, und das wiederum führt immer zu Sodbrennen. Wir haben mittlerweile viel gelernt, auch durch neuere Untersuchungsmethoden. Und wir wissen mittlerweile, dass auch ein nicht saurer oder auch sogar ein alkalischer Reflux Symptome ganz ähnlich der bei saurem Reflux verursachen kann, auch Sodbrennen machen kann. Wir wissen mittlerweile, dass ganz andere Erkrankungen, die gar nichts mit Reflux zu tun haben, motorische Störungen der Speiseröhre beispielsweise, sodbrennenartige Beschwerden verursachen können. Und wir wissen mittlerweile auch, dass Reflux bei weitem nicht nur Sodbrennen auslöst, sondern zahlreiche andere Symptome auslösen kann. Aber es gibt sie schon, die typischen Symptome, das sind vor allen Dingen die drei: Sodbrennen, Aufstoßen und die sogenannten Regurgitationen. Regurgitationen, darunter versteht man das passive Zurückfließen von Mageninhalt bis rauf in die Speiseröhre oder sogar in den Rachen hinein. Die meisten Patienten, 70% etwa, mit einer Refluxkrankheit leiden unter diesen typischen Symptomen, aber es sind eben auch nicht alle. Und auch, wie gesagt, Sodbrennen kann auch durch andere Erkrankungen durchaus hervorgerufen werden. Es gibt die atypischen Symptome, bei denen man gar nicht so unbedingt sofort an Reflux denken würde. Schmerzen hinter dem Brustbein, ein Kloßgefühl hinter dem Brustbein, Übelkeit, Störungen und Schmerzen beim Schluckakt, Schmerzen im Oberbauch, Mundgeruch. Da gehören natürlich auch andere Organsysteme zu, der Magen, der da abgeklärt werden muss, das Herz muss eventuell abgeklärt werden. Aber trotzdem, es gibt viele Patienten, etwa ein Drittel aller Refluxpatienten, bei denen diese Symptome dann im Vordergrund stehen. Und das kann die Sache im Einzelfall schon sehr, sehr schwierig machen, das so auseinanderzuhalten. Und dann gibt es noch Symptome, die scheinbar überhaupt nichts damit zu tun haben, mit der Speiseröhre nicht, mit dem Magen nicht zu tun haben, die scheinbar eher aus dem Rachen, aus den Lungen, aus den Bronchien kommen, Husten, Halsschmerzen, Heiserkeit, Räusperzwang, Asthma und Schlafapnoe, also die Atemaussetzer im Schlaf. Wir wissen mittlerweile, dass es wahrscheinlich etwas damit zu tun hat, dass hin und wieder etwas Reflux einfach über den Rachen drüber schwappt und die Schleimhaut direkt irritiert. Aber es kommen noch so andere Zusammenhänge in Betracht, die da auch eine Rolle spielen können. Uns werden viele Patienten zugewiesen von den Hals-Nasen-Ohrenärzten, auch von Pneumologen, die Beschwerden in diesem Bereich sich nicht anders erklären können und sagen, da muss doch ein Reflux verantwortlich sein. Wenn zu diesen Beschwerden keinerlei typische Symptome, also Sodbrennen, Aufstoßen, Regurgitationen kommen, dann ist es recht unwahrscheinlich, dass die wirklich durch einen Reflux bedingt sind. Aber im Einzelfall muss man genau gucken und in diesem Fall dann auch sorgfältige Diagnostik betreiben. Das Wichtigste an der ganzen Angelegenheit ist das Patientengespräch, die Erhebung der Anamnese. Es ist deshalb so wichtig, weil, wie ich gerade sagte, die Symptomatik sehr diffus sein kann. Und es ist ganz, ganz entscheidend, dass es gelingt, in der Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Patienten die Symptome, die für die Patienten im Vordergrund stehen, ganz klar zu definieren. Patienten neigen dazu, viele Symptome zu schildern, auch die gerade die atypischen, die vielleicht gar nicht so im Vordergrund stehen, die sie vielleicht auch mal gelegentlich haben, worunter sie aber nicht wirklich leiden. Und das ist schwierig, das wirklich herauszufiltern, was für die Patienten im Vordergrund steht. Ärzte wiederum haben, das ist zumindest mein Gefühl, die Neigung, sich auf die klaren Symptome, Sodbrennen, Aufstoßen und diese Regurgitation, damit auf die Symptome, womit wir sofort was anzufangen wissen, zu fokussieren und die anderen, die schwierigeren Symptome, eher in den Hintergrund zu drängen. Ich erinnere mich an eine Geschichte vor einigen Monaten, da kam ich als dritter Arzt zu einem Patienten und sagte, begrüßte ihn mit den Worten, nach Sie kommen also wegen Sodbrennen zu uns, der wurde richtig böse beinahe und sagte, nein, ich habe es jetzt zum dritten Mal gesagt, ich habe ein Kloßgefühl, ich habe Räusperzwang, aber ich habe kaum Sodbrennen gelegentlich mal, aber darunter leide ich nicht. Das ist insofern wichtig, das zu definieren, weil davon natürlich auch der Therapieerfolg abhängt. Das Therapieziel muss dadurch definiert werden. Wenn die Symptome eindeutig sind, wenn sie
klares Sodbrennen haben, aufstoßen, dann kann man durchaus einmal direkt einen Therapieversuch machen. Wenn die Symptome nicht klar sind, dann sollte man Diagnostik betreiben, dazu dann später mehr. Zunächst mal zu den Patienten, wo erstmal alles klar zu sein scheint. Es gibt zunächst mal einige wichtige Allgemeinmaßnahmen gegen Reflux. Gewichtsabnahme, Ernährungsumstellung, insbesondere Vermeidung von Spätmahlzeiten, darauf bin ich schon eingegangen. Viele machen gute Erfahrungen mit mit einer Erhöhung des Kopfendes des Bettes. Dazu reicht es nicht, einfach nur zwei Kopfkissen unter den Kopf zu klemmen, sondern da muss wirklich das gesamte Kopfende um 20-30% erhöht werden. Auch die Linksseitenlage wirkt sich für viele günstig aus. Es gibt eine ganz interessante Studie. Man fragt sich mal, wie macht man das? Man schläft doch, man kann das nicht steuern im Schlaf, auf welcher Seite man jetzt liegt. Da hat man tatsächlich ein Gerät entwickelt, was durch bestimmte Vibrationsimpulse einen überwiegend zumindest in dieser Linksseitenlage im Schlaf bringen kann. Die Patienten schlafen darunter tief und fest durch und befinden sich teilweise wirklich überwiegend in Linksseitenlage. Und das hat gewirkt. Also die Patienten haben tatsächlich weniger mit nächtlichem Reflux zu tun gehabt, als das ohne dieses Gerät war. Das ist eine ganz frische Studie. Es gibt sicherlich auch noch nicht im Handel zu erhalten, dieses Gerät, aber so eine Perspektive vielleicht für die Zukunft. Zwerchfelltraining, das hat es immerhin bis in die deutschen Leitlinien geschafft. Das heißt, das bringt offenbar wirklich was, wenn man diese muskuläre Zwerchfelllücke trainiert. Das kann man, da gibt es im Internet einige Übungen, die man sich da anschauen kann. Man kann das physiotherapeutisch begleitet machen. Man kann aber auch einfach in einen Chor gehen. Singen bringt da viel. Also Menschen, die gerne singen, die sollten das ausbauen, denn man hat festgestellt, dass Patienten oder Menschen, die viel singen in ihrer Freizeit oder auch beruflich, dass die weniger unter Refluxbeschwerden leiden, weil einfach die Zwerchfell Muskulatur in diesem Bereich gestärkt wird. Rauchstopp, darüber haben wir schon geredet. Vermeidung von Sportarten mit vermehrter Bauchpresse, auch das war schon Thema. Immer wieder gibt es Patienten, die über Erfolge durch die Anwendung von Leinsamenaufgüssen berichten. Das muss heller Leinsamen sein. Heller Leinsamen produziert relativ viel Schleim. Und der kann sich dann halt günstig auf die Schleimhäute von Magen und Speiseröhre legen. Es führt zu einer Beruhigung der Speiseröhren und es führt zu einer Pufferung der Magensäure. Ebenso die Heilerde, auch da gibt es eine relativ aktuelle Studie, die gezeigt hat, dass Patienten, die Heilerde anwenden, tatsächlich, ich glaube, 3/4 waren es, die immerhin so um eine 50-prozentige Reduktion ihrer Beschwerden berichten konnten unter der Einnahme von Heilerde. Also das ganz einfach zu bewerkstelligende Maßnahmen. Aber man wird nicht bei allen Patienten sich darauf beschränken können. Viele werden trotzdem eine medikamentöse Therapie brauchen. Im Vordergrund stehen hier sicherlich die sogenannten Protonpumpeninhibitoren, aber es gibt auch noch andere Medikamente, die alle noch eine gewisse Berechtigung haben. Zum Beispiel die Antazida, die die Magensäure puffern, Maloxan, Talzit, Sie kennen diese Medikamente. Das sind die Feuerlöscher, deren Einsatz vor allem bei leichtem, gelegentlichem Sodbrennen gerechtfertigt ist. Die Wirkung tritt innerhalb von wenigen Minuten ein. Man nimmt sie also dann, wenn man Sodbrennen hat. Sie zeichnen sich durch eine extrem gute Verträglichkeit aus. Man sollte nur so ein bisschen aufpassen, wenn man da wirklich zu viel von nimmt, kann es zu Elektrolytstörungen kommen. Die Medikamente werden nach dem Essen genommen oder dann, wenn man nach Aufnahme einer voluminösen Mahlzeit mit Sodbrennen rechnet. Wenn man sich also kennt, seine Reaktion darauf, dann sind diese Medikamente durchaus sinnvoll. Dann gibt es die sogenannten H2-Blocker, die wirken schon ein bisschen länger, die wirken schon so 4 bis 8 Stunden lang. Die sind bei leichten bis mittelschweren Symptomen und einer leichten Entzündung in der Speiseröhre gerechtfertigt. Bei schweren Symptomen und bei schwerer Entzündung in der Speiseröhre sind die dann nicht mehr ausreichend. Ein Haken bei diesen H2-Blockern ist auch, dass sie jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, Entschuldigung, dass sie nach etwa mehrwöchiger Einnahme dann irgendwann an Wirkung verlieren. Also auf die Dauer gesehen sind die eben auch nur unzureichend wirksam. Eine Renaissance erlebt haben die Alginate, die werden gebildet aus Braunalgen, das sind Extrakte aus Braunalgen und die haben eine ganz interessante Wirkungsweise und zwar in Kontakt mit der Magensäure bildet sich hier, Sie sehen das auf dem Schaubild, eine weiße Schicht, eine Gelschicht, die so als Art mechanische Barriere fungiert. Und die kann tatsächlich auf eine ganz andere Art und Weise, als es die Medikamente, die ich gerade besprochen habe, einen Reflux verhindern oder zumindest abmildern. Und in Kombination mit anderen Medikamenten, da haben die durchaus ihre Berechtigung.
Aber im Vordergrund stehen natürlich die Säureblocker, die PPIs. Es gibt sie seit den 90er Jahren. Die Verschreibungshäufigkeit hat sich seit den Nullerjahren verfünffacht, was vor allen Dingen auch daran liegt, dass ihre Nebenwirkungen geradezu als nicht existent beschrieben worden waren. Dieser kleine Knick, den Sie hier oben seit dem Jahr 2015 sehen, der ist dadurch begründet, dass es um die Jahre 2011 bis 2013 Diskussionen gegeben hat um Komplikationen, um Nebenwirkungen, dauerhafte Nebenwirkungen. Darauf werde ich auch gleich noch genauer eingehen. Und die Kassen haben Druck gemacht und haben gesagt, Leute, ihr verschreibt diese Medikamente einfach zu viel, seid ein bisschen zurückhaltender damit. Daher halt dieser Knick seit dem Jahr 2015 etwa. Die Säureblocker wirken dadurch, dass sie, wie ihr Name schon sagt, die Säurepumpen in der Magenwand irreversibel blockieren. Das führt dazu, dass die Säurepumpen erst wieder neu gebildet werden müssen. Das dauert einige Tage und das hat dann zur Folge, dass die Wirkung der Säure, der Protonpumpeninhibitor auch nach 2 bis 3 Tagen noch nachzuweisen. Ist natürlich längst nicht mehr so stark wie am ersten Tag, aber immerhin noch in kleinerem Ausmaß. Und das hat dann auch zur Folge, dass die Wirkung der Protonpumpeninhibitoren sich erst im Verlauf von mehreren Tagen aufbaut. Also die maximale Wirkung ist tatsächlich erst nach 2 bis 3 Tagen erreicht. Säureblocker werden etwa 15 bis 30 Minuten vor dem Essen eingenommen. Dann nämlich, wenn die Protonpumpeninhibitoren vor der Mahlzeit angeschmissen werden. Die Effektivität der Säureblocker ist abhängig von der Indikation, aus der man sie einsetzt. Wenn man damit reines Sodbrennen behandelt, also wenn man jetzt nur die Patienten nimmt, die Sodbrennen haben, dann wird man hier in 70% der Fälle erfolgreich sein. Wenn man die Patienten nimmt, die Sodbrennen haben, bei denen wir aber eine Endoskopie gemacht haben und bei denen wir dann keine Auffälligkeiten gesehen haben, wir nennen das eine nicht-erosive Refluxkrankheit, sind es bei Weitem nicht mehr so viel. Dann sind es nur noch etwa 40% der Patienten, die darunter einen Benefit haben. Daran sieht man, dass es bei Weitem nicht immer die Säure ist, die diese entzündliche Veränderung in der Speiseröhre macht. Wenn wir die Patienten nehmen, die extraintestinale Symptome haben, das war das, was ich vorhin, Symptome der Lunge, des Rachens, wenn wir die nehmen, dann sind es nur noch etwa 20%. Wenn wir aber alle die Patienten nehmen, bei der wir eine Entzündung der Speiseröhre behandeln wollen, dann sind wir in etwa 85% der Fälle erfolgreich. Die Säureblocker werden in der Regel zunächst einmal über einen längeren Zeitraum verschrieben. Wir sagen, dass man etwa 6 bis 8 Wochen die Säureblocker erstmal durchnehmen sollte. Dann ist es zu einer Beruhigung der Speiseröhre gekommen. Und dann sollte man versuchen, auf eine Bedarfstherapie überzugehen. Man sollte die Säureblocker nicht abrupt absetzen, weil man gesehen hat, dass es da zu einem sogenannten Rebound-Effekt kommen kann. Das heißt, es kann zu einer vermehrten Säurebildung kommen. Das sollte man vermeiden. Man sollte sie also ausschleichen, beispielsweise dann nur noch jeden zweiten Tag nehmen und allmählich auf eine Bedarfstherapie übergehen. Bedarfstherapie heißt hier, anders als bei den Neutralisierenden, den Antazida, dass man sie nicht nimmt, wenn man Sodbrennen hat, sondern wenn man Phasen hat, in denen man wieder vermehrt unter Sodbrennen leidet, weil, wie gesagt, man nimmt sie ja prophylaktisch und man nimmt sie ja vor der Mahlzeit. Also man kann dann darauf übergehen, idealerweise, dass man nur noch in den Phasen, in denen man vermehrt damit zu tun hat, das können Wochen, das können Tage sein, die Säureblocker wieder in die Medikation aufnimmt. Aber es gibt natürlich auch Patienten, das wissen wir, die müssen sie dauerhaft nehmen. Die merken schon nach wenigen Tagen, die sie die Säureblocker nicht mehr nehmen, dass sie sofort wieder Probleme bekommen. Kommen wir dann zu den Nebenwirkungen. Es gibt die kurzfristigen Nebenwirkungen der Säureblocker, das sind Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Verstopfung, Blähung und so weiter. Da lässt sich in der Regel der zeitliche Zusammenhang mit der Einnahme der Säureblocker problemlos darstellen und dann weiß man auch, woher diese Beschwerden kommen. Aber es gibt eben auch die langfristigen Nebenwirkungen. Das ist der Grund, warum viele Menschen tatsächlich überlegen, ob sie sich bei einem entsprechenden Leidensdruck nicht operieren lassen, weil sie auf Dauer gesehen eben die Medikamente nicht einnehmen müssen. Das Problem, was wir bei der Bewertung der Nebenwirkungen haben, ist, dass es keine guten Studien zu diesem Thema gibt. Wir haben und die wird es wahrscheinlich auch nie geben. Das hat auch statistische Gründe. Es gibt mittlerweile
Diese Medikamente sind frei erhältlich und das macht es eben nicht möglich, saubere Studien durchzuführen, wo man der einen Gruppe der Patienten diesen Säureblocker gibt, der anderen nicht mehr. Und man könnte ja auch, kann ja auch Patienten, die diese Medikamente benötigen, die davon profitieren, die Medikamente nicht vorenthalten. Das heißt, alle Studien, die wir zu diesem Thema haben, die sind rückblickend. Und da kommt dann so etwas heraus, wie das, was wir zum Thema Demenz erlebt haben. Die erste Studie, die lag ungefähr um das Jahr 2012 herum, die hat damals sehr viel Aufruhr verursacht, bei regelmäßiger Einnahme steigt das Demenzrisiko. Damit fing das damals alles an. Zwei Jahre später gab es eine andere Studie, die hat gesagt, keine Demenz, die Säureblocker verlangsamen sogar den kognitiven Verfall. Was soll man denn nun glauben? Also an diesem Thema Demenz ist es nun klar geworden, dass es Studien gibt und das ist mittlerweile, hat sich das in jährlichen Abständen in regelmäßiger Reihenfolge wiederholt, dass es mal die Studie gibt, die sagt, Demenz steigt und dann wieder eine Studie, die sagt, weniger Demenz. Aber trotzdem muss man kritisch die möglichen Nebenwirkungen alle durchgehen. Bei der verminderten Aufnahme von Mineralstoffen und Vitaminen, da ist die Relevanz umstritten. Da scheint tatsächlich was dran zu sein, aber es scheint eher nicht so zu sein, dass das wirklich eine Bedeutung hat. Knochenbrüche, da ist das Risiko wohl tatsächlich etwas erhöht unter der Einnahme von Säureblockern. Woher das kommt, ob das an einer verstärkten Sturzhäufigkeit liegt, ob es an einer verstärkten Osteoporose liegt, das wissen wir heute noch nicht ganz genau, aber das Risiko scheint tatsächlich etwas erhöht zu sein. Dann haben wir die akuten und chronischen Nierenerkrankungen. Auch hier ist das Risiko wohl leicht erhöht, wobei wir nicht sagen können, ob es wirklich die Säureblocker selber sind oder ob einfach in den Studien gemacht wurden, die Patienten, die die Säureblocker genommen haben, einfach etwas kränker waren als die, die sie nicht genommen haben. Demenz, darauf sind wir schon eingegangen, umstritten, eher nein. Eher keine Erhöhung des Risikos. Bei Magen-Darm-Infektionen, insbesondere auch die Clostridium-Difficile-Infektion, da muss man allerdings ein klares Ja sagen. Die Säureschranke im Magen, die hat ja den Sinn, dass von der Außenwelt keine Erreger in den Magen-Darm-Trakt eintreten sollen. Und wenn wir dauerhaft halt diese Säureschranke lahmlegen, dann kann es tatsächlich zu einer vermehrten Infektanfälligkeit des Magen-Darm-Traktes kommen, eben insbesondere auch durch dieses Bakterium Clostridium difficile, was wir sonst eigentlich eher mit nach Antibiotikatherapien erkennen. Lungenentzündung, da sind wir uns auch nicht so ganz sicher, da gibt es solche und solche Studien, da scheint aber eher nichts hinter zu stecken und der Magenkrebs für viele ein ganz großes Angstthema, auch sehr umstritten, aber da hat es immerhin 2020 eine relativ große Studie gegeben, die gezeigt hat, wahrscheinlich keine Erhöhung des Risikos unter der Einnahme von PPIs. So viel zur Therapie. Wann soll denn nun Diagnostik durchgeführt werden? Dann, wenn wir Alarmsymptome haben, wenn wir also unter Schluckstörungen leiden, also nicht einfach nur unter Sodbrennen, sondern wenn wirklich was hängen bleibt, wenn was stecken bleibt in der Speiseröhre, wenn wir Hinweise haben auf einen Blutverlust, wenn der Stuhl schwarz wird, wenn wir erbrechen und es ist so kaffeesatzartig, wenn wir Gewicht verlieren bei ständigem wiederholtem Erbrechen oder wenn wir eine familiäre Belastung haben bezüglich Magen-Darm-Tumore, dann sollte auf jeden Fall Diagnostik durchgeführt werden. Bei länger bestehendem Reflux, ich sagte eben, wenn die Symptomatik typisch ist, dann kann man durchaus auch einfach mal drauf lostherapieren und schauen, wie die Symptomatik sich verhält. Wenn das aber über Jahre geht, dann sollte man irgendwann auch mal eine endoskopische Untersuchung zum Ausschluss von Komplikationen machen. Bei unklarer Situation, wenn also Patienten nicht auf die Säureblocker, die sie eine sehr starke Wirkung haben, wenn die da gar nicht ansprechen oder wenn die Patienten eine unklare Symptomatik haben, wenn sie also beispielsweise diese atypische Symptomatik aufweisen oder eine Symptomatik, die jetzt eher aus dem HNO-Bereich kommt. Was haben wir für Möglichkeiten? Natürlich primär erstmal die Endoskopie. Sie sehen auf dem linken Bild ganz oben einen völligen Normalbefund, auf dem mittleren Bild dann schon das Bild einer erosiven Gastritis. Da sehen wir so leichte Schleimhautdefekte durch die Pfeile markiert, die sogenannten Erosionen. Und auf dem dritten Bild da unten einen schwereren Grad, da ziert sich das fast einmal zirkulär in der ganzen Speiseröhre herum. Das ist eine sogenannte erosive Refluxerkrankung. Aber das ist nicht unbedingt zwingend. Man kann nicht sagen, dass die Schwere der endoskopischen Veränderung auch mit der Schwere der Symptome einhergeht. Es gibt durchaus auch viele Patienten, die überhaupt keine endoskopischen Veränderungen zeigen, die aber dennoch eine Refluxerkrankung haben können. Wir gucken danach, ob eine Hernie besteht. Das ist der Blick von unten aus dem Magen. Da sehen wir, dass wir hier in eine Glocke hereingucken. Da oben, wo das Gerät herauskommt, das ist die Speiseröhre. Und das sollte nicht so sein. Das sollte so sein wie auf dem Bild hier links, wo es ganz eng anliegt an der Speiseröhre. Man kann sich gut vorstellen, dass auf dem mittleren Bild, dass da der Reflux leichte Spieler, wenn er sich in dieser Glocke sammelt, dann auch leicht in die Speiseröhre überzutreten. Wir können Komplikationen behandeln. Auf dem linken Bild sehen wir eine narbige Engstelle. Die kann man dann endoskopisch aufdehnen.
Gehirn. Da wird dann ein kleiner Ballon reingeschoben. Das Ganze wird aufgepuppt und man kann dann diese Engstelle behandeln. Die Patienten können danach in der Regel wieder problemlos schlucken. Eine weitere Komplikation, vor der viele Menschen mit Refluxerkrankungen Sorge haben, ist die Karzinom, also die Krebsentstehung. Das entsteht in der Regel auf dem Boden einer sogenannten Barrett-Schleimhaut. Barrett-Schleimhaut, das ist eine Veränderung der Speiseröhrenschleimhaut, die dann eher so einer Dünndarmschleimhaut ähnelt, unter dem Einfluss, unter dem langjährigen Einfluss von Mageninhalt, von Magensäure oder Magensaft. Die Wahrscheinlichkeit, dass es unter der Entwicklung einer Barrett-Schleimhaut zu einem Karzinom, also zu Krebs kommt, ist lange Zeit überschätzt worden. Man sagt heutzutage, dass von allen Patienten mit einer Refluxkrankheit etwa nur 3% eine Barrett-Schleimhaut entwickeln und davon wiederum pro Jahr etwa 0,1% einen Karzinom entwickelt. Das heißt, von 10.000 Patienten mit einer Refluxerkrankung sind letzten Endes von der Karzinomentstehung 4 Patienten betroffen. Es gibt einige Risikofaktoren, wie zum Beispiel männliches Geschlecht, Übergewicht, Rauchen, die das Risiko nochmal etwas erhöhen. Wichtig hierbei ist zu sagen, dass es vor allen Dingen beobachtet werden muss. Es muss kontrolliert werden, endoskopisch. Es gibt ganz klare Vorgaben, in welchen Abständen solche Patienten mit einer Barrett-Schleimhaut gesehen werden müssen und was zu tun ist, wenn bestimmte Veränderungen zu sehen sind in der Speiseröhre. Wichtig auch darauf hinzuweisen, dass wir zumindest hier in Deutschland keine Prophylaxe im Hinblick auf eine Karzinomentstehung betreiben. Das heißt, wir empfehlen unseren Patienten nicht oder noch nicht, vielleicht ändert sich das in Zukunft, durch Medikamenteneinnahme oder durch eine OP das Karzinomrisiko zu senken. Dafür gibt es einfach zu wenig Hinweise, die darauf hindeuten, dass das effektiv sein könnte. Kommen wir dann zu den Untersuchungen, die wir durchführen, noch neben der Endoskopie. Wir sehen, wie gesagt, nicht jeden Reflux in der Endoskopie. Dafür haben wir dann unsere pH-Metrie. Die wird über 24 Stunden zunächst einmal in der Speiseröhre belassen. Da können wir genau den Säurerückfluss, die Säurebelastung der Speiseröhre mit messen. Es gibt da ganz bestimmte Grenzwerte, wo wir genau wissen, bis 4% pro Tag darf Säure in der Speiseröhre sein. Alles, was darüber liegt, das ist dann pathologisch, das ist krankhaft. Es gibt mittlerweile eine weitere Untersuchung. Bisher konnten wir mit dieser pH-Metrie, dieser Sonde, die Sie links oben sehen, immer nur den Säurerückfluss messen. Mittlerweile, das Bild rechts unten, da können wir aber auch den nicht sauren Rückfluss messen. Und damit können wir all die Patienten erfassen, ich sprach vorhin schon mal davon, die eben einen nicht sauren Rückfluss haben und wo durch den Rückfluss von alkalischem oder nicht sauren Rückfluss ähnliche Symptome eben auch hervorgerufen werden können. Dann gibt es die Patienten, die sagen, ja gut, jetzt war ich zur Untersuchung und da habe 24 Stunden das Gerät angehabt, habe danach einen unauffälligen Befund mitgeteilt bekommen, aber Kunststück, an diesem Tag hatte ich tatsächlich so gut wie keine Beschwerden. Was mache ich denn jetzt? Und da haben wir seit einiger Zeit die Möglichkeit, das ist das Bild links unten, eine kleine pH-Metrie-Kapsel in der Speiseröhre zu verankern. Die wird endoskopisch dort festgetackert, fällt dann nach einigen Tagen von alleine ab und wird dann mit dem Stuhl ausgeschieden. Da können wir dann wirklich über 96 Stunden die Säurebelastung in der unteren Speiseröhre messen. Unsere Erfahrung ist die, dass wir tatsächlich viele Patienten auf diese Art und Weise erfasst haben, die halt hin und wieder gute und schlechte Tage haben, aber am 4 Tage am Stück, da erfasst man doch eigentlich wirklich jeden relevanten Reflux und kann ihn dann auch wirklich der Therapie weiterführen. Und dann gibt es noch diese Untersuchung, die Druckmessung der Speiseröhre. Das ist einerseits eine präoperative Untersuchung. Der Chirurg muss, bevor er eine Operation durchführt, wissen, dass die Speiseröhre auch richtig funktioniert. Und es gibt einige Erkrankungen muskulärer Art, muskuläre Störungen der Bewegungsabläufe, die Symptome imitieren können, wie beim Reflux. Hier wird eine Sonde, ähnlich wie bei der pH-Metrie, über die Nase vorgeschoben. Die ist nicht ganz angenehm. Die Untersuchung dauert ungefähr 10 Minuten. Die Patienten müssen dabei wach sein, weil sie müssen mitarbeiten. Aber das alles ist machbar. Und sie hat, wie gesagt, sehr, sehr viel aussagend, kann man auf dem Boden dieser Untersuchung treffen. Dennoch wird es viele Patienten geben, die wir mit unseren medikamentösen Therapiemaßnahmen letzten Endes nicht erreichen können, wo wir aber dann trotzdem eine Refluxerkrankung feststellen können. Hier muss man dann überlegen, ob man vielleicht die medikamentöse Therapie optimieren kann, ob man eine Dosiserhöhung durchführt, ob man vielleicht eine Rotation des Säureblockers vornimmt, auf einen anderen Säureblocker wechselt oder eine Kombinationstherapie beispielsweise aus einem Alginat und einem Säureblocker durchführt. Es gibt Patienten, bei denen wir eben keinen Säurereflux durchführen
unsere Medikamente nachweisen können, wo wir aber trotzdem sagen, ja, da sind es offenbar, ist es eine Überempfindlichkeit der Speiseröhre, die hier die Beschwerden macht. Da gibt es dann andere Medikamente, die die Schmerzwahrnehmung dieser Patienten dann herabsetzen können. In die gleiche Richtung geht auch die Verhaltenstherapie. Und dann gibt es aber auch die Gruppe der Patienten, wo wir einfach scheitern mit unseren Maßnahmen, die einen so starken Reflux haben, dass wir hier medikamentös nichts mehr ausrichten können. Und damit leite ich dann auch schon zum nächsten Thema weiter. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, wir haben ja jetzt in dem letzten Vortrag schon relativ viel zur Symptomatik, aber auch Diagnostik von Refluxerkrankungen gehört. Mein Thema ist heute die Frage, wann Patienten operiert werden oder Betroffene operiert werden sollten und welche Operationsverfahren zur Behandlung von Refluxerkrankungen zur Verfügung stehen. Zunächst möchte ich nochmal auf die Basis meiner folgenden Ausführungen eingehen. Das ist die aktuelle Leitlinie zum Thema Refluxerkrankungen, die von der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen herausgegeben wurde, auch dieses Jahr aktualisiert wurde und die letztlich Behandlungsempfehlungen auf der Basis von großen Untersuchungen enthält und die auch die Leitlinie für unser eigenes Handeln und unsere Empfehlungen darstellt. Reflux ist, das haben Sie wahrscheinlich im vorherigen Vortrag schon gehört, in gewisser Weise so ein Krankheitsbild, was sich darstellt wie dieses Chamäleon hier. Man hat einerseits eine Erkrankung, bei der der Reflux von Mageninhalt belästigende Symptome und/oder Läsionen verursacht. Die kann man dann unterteilen in einerseits ösophageale Symptome, das sind syndromatische Symptome und Syndrome mit ösophagealen Läsionen. Da wäre einmal die ganz typische Reflux-Syndromatik. Das ist im Prinzip das, was man klassischerweise als Sodbrennen kennt. Es gibt aber auch Thoraxschmerzen, also Schmerzen im Brustkorb, die zwar durch den Reflux verursacht werden, aber eben nicht diese typische brennende Schmerzsymptomatik darstellen. Dann gibt es im Prinzip jede Menge Veränderungen in der Speiseröhre, die durch die Refluxerkrankung ausgelöst werden können, von der Entzündung über Strukturen, das sind Engstellen in der Speiseröhre, aber es gibt auch im Prinzip dann Tumorvorstufen, das ist dieser Barrett-Ösophagus, und es kann sich tatsächlich auch bis zu einem bösartigen Tumor entwickeln, der letztlich durch den Reflux ausgelöst wird. Und dann gibt es eben noch jede Menge, deswegen auch das Bild des Chamäleons, extraösophageale Symptome. Das sind einmal etablierte Assoziationen und mögliche Assoziationen. Was ist jetzt darunter zu verstehen? Das sind einmal sozusagen immer wieder auftretende Hustenerkrankungen. Dann gibt es die Entschuldigung, Entzündung des Kehlkopfs, die durch Reflux bedingt sein kann, die auch sehr hartnäckig ist, die Patienten sehr quält und leider auch nach einer erfolgreichen Operation sehr lange dauert, bis sie zur Abheilung kommt. Dann gibt es tatsächlich auch Asthma, was durch Reflux ausgelöst wird und, was zum Glück sehr selten ist, Veränderungen der Zähne, die im Prinzip durch die Säure so angegriffen werden, dass die dadurch kaputt gehen können. Und dann gibt es eben weniger wahrscheinliche Folgen der Refluxerkrankungen, das sind Nasennebenhöhlenentzündungen, Entzündungen im tieferen Rachen, dann aber auch Lungenveränderungen, die sehr schwerwiegend sein können, diese pulmonalen Fibrosen, aber auch tatsächlich ganz ungewöhnlich immer wieder auftretende Entzündungen des Mittelohrs. Das heißt, auch das können Zeichen von Reflux sein. Das Problem, was die Diagnostik jetzt angeht, ist, dass tatsächlich nicht unbedingt immer die typischen Symptome kombiniert mit untypischen Symptomen auftreten können, sondern dass eben auch untypische Symptome alleine als Refluxerkrankung, als alleinige Manifestation der Refluxerkrankung imponieren können. So viel zu den Dingen, die Herr Schweinfurt ja auch schon hat anklingen lassen in seinem Vortrag, jetzt aber tatsächlich zu den Dingen, die wir als Chirurgen zur Behandlung der Refluxerkrankung beitragen können. Ursächlich ist ja, wie Sie auch schon gehört haben, dass der Verschlussmechanismus im Bereich des Übergangs zwischen Magen und Speiseröhre, der normalerweise verhindert, dass eben die im Magen gebildete Säure in die Speiseröhre aufsteigt, bei einer Refluxerkrankung aus den verschiedensten Gründen nicht mehr richtig funktioniert. Und dadurch kann dann im Prinzip, wie hier gezeigt, die im Magen gebildete Säure in die Speiseröhre aufsteigen und dann eben diese typischen Symptome der Refluxerkrankung verursachen. Was ist ein häufiger Grund für diesen defekten Verschlussmechanismus? Die sogenannte Hiatushernie, das heißt,
die Stelle im Zwerchfell, in der der Magen oder die Speiseröhre vom Brustkorb in den Bauchraum übertritt, kann sich aufweiten aus den verschiedensten Gründen, die letztlich auch im Wesentlichen nicht bekannt sind. Und dann können eben so wie an anderen Körperstellen auch Brüche auftreten, sogenannte Hernien. Da gibt es einmal die sogenannte axiale Gleithernie, das heißt, dass im Prinzip sozusagen entlang der Achse der Speiseröhre Anteile des Magens aus dem Bauchraum in den Brustkorb übertreten können. Das ist tatsächlich auch die häufigste Form. In über 90% der Fälle liegt so eine Gleithernie vor und man findet die im Prinzip bei über 60-Jährigen in ca. 30 bis 50% der Fälle. Häufig ist das mit einer Refluxsymptomatik vergesellschaftet. Das liegt daran, dass eben diese Engstelle am Zwerchfell, durch die Speiseröhre durchtreten muss, Teil dieses Verschlussmechanismus ist und damit verhindert, dass eben Säure aus dem Magen in die Speiseröhre übertreten kann. Und dann gibt es eben noch verschiedene sogenannte paraösophageale Hernien, das heißt, dass da sozusagen der Bruch neben der Speiseröhre zu liegen kommt. Das ist hier zum Beispiel gezeigt. Man sieht, hier ist sozusagen der Magen neben der Speiseröhre in den Brustkorb gerutscht. Und die Extremform dieses Symptoms ist der sogenannte Upside-Down-Magen. Das ist hier gezeigt, da ist der ganze Magen praktisch in den Brustkorb gerutscht und hierbei auch noch verdreht. Man sieht, hier ist ein Drehwurm sozusagen drin. Das hier ist tatsächlich eine der wenigen wirklich absoluten Operationsindikationen, weil durch diese Verdrehung des Magens Durchblutungsstörungen im Magen auftreten können, die dann unter Umständen auch lebensbedrohlich sind. Die alle anderen Formen von Hernien im Bereich des Zwerchfells muss man eigentlich nicht unbedingt operieren, sondern versorgt die lediglich im Rahmen einer Antirefluxoperation mit. Was sind jetzt die Therapieziele bei Patienten, die Sodbrennen haben? Das ist ganz klar die Kontrolle der Symptome. Das ist das, was die Patienten ja auch mit am meisten belastet. Das heißt also, das steht ganz, ganz klar im Vordergrund. Aber es sollen natürlich auch Komplikationen der Refluxerkrankung, also Folgen wie zum Beispiel das Auftreten von Schleimhautveränderungen in der Speiseröhre oder schwere Entzündungen im Prinzip verhindert werden. Und ganz klar dominierendes Ziel, was sich aus dem Vorgenannten ergibt, ist im Prinzip die Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen. Ich denke, Sie werden nachher in den folgenden Gesprächen mit den oder mit zwei Betroffenen auch hören, dass sozusagen dieses Ziel oft erreicht werden kann. Wie sieht jetzt die Therapie dieser Refluxerkrankung im Allgemeinen aus? Als allererstes führt man in der Regel immer eine Endoskopie, also eine Magenspiegelung durch. Dann fallen natürlich alle Fälle, die jetzt irgendeine andere Ursache für ihre Beschwerden haben, erstmal raus und werden natürlich nicht weiter berücksichtigt. Und dann hat man im Prinzip sozusagen diese fünf verschiedenen Formen der Refluxerkrankung. Es gibt einmal die sogenannte NERD, das heißt, das ist eine Refluxerkrankung, die jetzt keine Veränderung in der Speiseröhre verursacht. Dann gibt es eine leichte Form von Speiseröhrenentzündung, eine schwere Form von Speiseröhrenentzündung. Dann gibt es den sogenannten Barrett-Ösophagus, das heißt, dass die Schleimhaut sich in der Speiseröhre schon verändert hat. Dann gibt es sogenannte peptische Stenosen, das heißt Engstellen, die durch die Säureexposition der Speiseröhre verursacht werden. Wie behandelt man das jetzt? Im Prinzip ist es so, dass die leichten Formen, die eben nicht durch eine ausgeprägte Speiseröhrenentzündung auffallen, bekommen eine Bedarfstherapie mit PPIs, also Medikamenten, die die Magensäurebildung blockieren. Bei einer schweren Refluxerkrankung, genauso wie einer nicht ausreichenden Bedarfstherapie, kann man diese Protonenpumpeninhibitoren, so heißen diese Medikamente, auch dauerhaft einnehmen. Der Barrett-Ösophagus ist, wenn diese Schleimhautveränderung in der Speiseröhre wird, wenn sie keine Refluxsymptome bei den Patienten ausgelöst hat, aber wenn die nicht gleichzeitig bestehen, in der Regel einfach nur überwacht, weil es eben eine Tumorvorstufe ist. Und Engstellen in der Speiseröhre werden in der Regel aufgedehnt, im Prinzip im Rahmen einer Endoskopie und dann sozusagen hochdosiert diesen Medikamenten die Säurebildung blockieren. Dann kommt im Prinzip hier unten die Antirefluxoperation. Da steht ein Fragezeichen dran, das werde ich im Weiteren noch erläutern, warum das da ist. Das heißt, die Refluxoperation ist in der Regel immer erst das Ende dieser ganzen Kette aus Untersuchungen und medizinischen Maßnahmen und Behandlungsversuchen und steht letztlich erst am Schluss und nicht an erster Stelle, was die Behandlung dieser Krankheitsbilder angeht. Jetzt ist natürlich die Frage, wann wird denn operiert? Warum steht da jetzt ein Fragezeichen? Operieren kann man oder sollte man einmal bei langjährigem Reflux, wenn
die Behandlung auch mit diesen säureblockierenden Medikamenten nicht ausreichend ist. Dann beim komplizierten Reflux, also der Reflux, der sozusagen weitere Beschwerden auslöst und natürlich auch bei einer Medikamentenunverträglichkeit. Was muss man jetzt vor der Operation machen? Auch hier kommt wieder der Gastroenterologe zum Tragen. Das hat Herr Schweinfurt in seinem Vortrag auch anklingen lassen. Macht einmal eine pH-Wertmessung in der Speiseröhre, um eben die Beschwerden zu objektivieren, um also schwarz auf weiß zu sehen, jawohl, die Beschwerden, die der Patient angibt, sind auch tatsächlich durch Reflux ausgelöst. Und man macht eine Manometrie, um eben sicherzustellen, dass die Speiseröhre in ihrer Beweglichkeit nicht eingeschränkt ist und auch nach einer Antirefluxoperation in der Lage ist, die Nahrung vom Mund in den Magen zu transportieren. Bernhard-Verfahren sind im Prinzip immer minimalinvasiv heutzutage. Das heißt, man kann diese Operationen immer entweder laparoskopisch, also mit der Schlüssellochtechnik oder auch mit dem OP-Roboter durchführen. Das ist das, was wir hier im Haus in der Regel den Patienten anbieten. Dann gibt es eben mehrere kleine Zugänge, über die man dann mit einer Kamera und Spezialinstrumenten diesen Eingriff durchführen kann. Der Eingriff geht immer minimal oder ist praktisch immer minimalinvasiv durchführbar. Und was das für die Patienten, für die betroffenen Patienten natürlich bedeutet, dass es ein sehr schonendes Operationsverfahren ist, was auch nur einen kurzen Krankenhausaufenthalt mit sich bringt. Zum Thema robotergestützte Chirurgie. Wir führen diese ganzen Operationen hier bei uns im Haus mit dem OP-Roboter durch. Hier sehen Sie mal ein Bild, wie so ein OP-Roboter aussieht. Das ist im Prinzip dieser Roboter mit seinen einzelnen Armen. Hier hinten ist so eine Steuerungskonsole und der operierende Chirurg sitzt hier und steuert praktisch diese Arme fern. Anders als oft in den Medien dargestellt, ist es auch tatsächlich so, dass dieser OP-Roboter von alleine gar nichts macht, sondern funktioniert wie so ein ferngesteuertes Auto. Das heißt, der operierende Chirurg muss tatsächlich hier an dieser Konsole was tun, sonst bewegt sich kein einziger dieser Arme und macht auch nichts. Das heißt, die Vorstellung ist also anders als zum Beispiel der Automobilindustrie, wo der Roboter sozusagen das ist, was alleine arbeitet, nachdem es entsprechend mal eingestellt wurde, ist es in der Medizin so, dass der Roboter im Prinzip ein Werkzeug ist, wie jetzt ein Hammer oder eine Schere, die ja auch nicht von alleine schneidet oder hämmert. Vorteil der Robotik ist gerade im Bereich von Eingriffen im Oberbauch, wie zum Beispiel bei der Antirefluxchirurgie, dass diese robotischen Instrumente angulierbar, also abknickbar sind. Das soll dieses Bild hier symbolisieren. Man hat die Möglichkeit, eine echte 3D-Sicht zu haben, weil man eben fürs linke und rechte Auge ein getrenntes Bild bekommt, was es eben ermöglicht, nochmals präziser und genauer diese Eingriffe durchzuführen, als es in einer konventionellen Spiegelungstechnik möglich wäre. Die robotische Chirurgie selber ist allerdings so ein bisschen sozusagen in Verruf geraten über die letzten Jahre. Man fragt sich tatsächlich, ist die wirklich besser als die minimalinvasive, konventionelle minimalinvasive Chirurgie? Und letztlich konnte man keinen klaren Vorteil für die Robotik zeigen, außer dass sie eben sozusagen für die betroffenen Krankenhäuser teuer sind und die Operationszeit bei manchen Eingriffen nicht bei Antirefluxeingriffen verlängert. Dafür sind aber die Ergebnisse im Prinzip gleich. Und wichtiger als die Robotik selber oder das Verfahren selber ist es tatsächlich, einen erfahrenen Chirurgen mit einer entsprechenden Spezialisierung, so wie wir das hier in unserer Klinik für die Antirefluxchirurgie anbieten können, auszuwählen. Und es ist tatsächlich so, dass natürlich sozusagen der Roboter für den betroffenen Chirurgen oder für den arbeitenden Chirurgen ergonomische Vorteile bietet, sodass man sicherlich nicht nur länger konzentriert arbeiten kann, sondern auch insgesamt wahrscheinlich länger arbeiten kann. Zur Antirefluxoperation. Wir hatten ja vorhin auch über die Zwerchfellhernie gesprochen. Hier sieht man das mal, wie das im Bild aussieht. Das ist dieser Hiatus, durch den die Speiseröhre durchtritt. Und der ist normalerweise nur so weit, dass da gerade die Speiseröhre, die hier gezeigt ist, hindurchtreten kann. Und hier sieht man eben, wie dieser Hiatus ist. Ösophagie, der hier deutlich aufgeweitet ist, so sieht so ein Zwerchfellbruch aus, dann mit einzelnen Nähten wieder zusammengenäht wird, um eben, wie hier unten gezeigt, tatsächlich nur noch so groß zu sein, dass da tatsächlich gerade so die Speiseröhre durchpasst, was ein sicherlich nicht unwesentlicher Teil zur Wiederherstellung dieses natürlichen Verschlussmechanismus am Übergang zwischen Speiseröhre und Magen ist. Was man nicht macht, ist, anders als bei allen anderen Brüchen, ist eine Netzeinlage. Bei Brüchen zum Beispiel der Leiste werden ja Kunststoffnetze eingelegt und eingenäht, die das Wiederauftreten von so einem Bruch verhindern sollen. In der Speiseröhre oder am Zwerchfell wird das nicht gemacht, da sich in großen Untersuchungen keine Vorteile zeigen konnten. Im Gegenteil, in manchen Untersuchungen war es sogar so, dass die Patienten, bei denen ein Netz eingesetzt wurde, früher wieder einen Bruch entwickelt oder häufiger einen Bruch entwickelt haben, als Patienten, die einfach nur sozusagen durch eine konventionelle Nahttechnik, wie die auch hier gezeigt ist, behandelt wurden.
Was macht man jetzt noch, außer eben diesen Zwerchfellbruch zu verschließen? Das ist hier gezeigt. Man nimmt diesen sogenannten Magenfundus, das ist der oberste Teil des Magens, und schlägt den praktisch von hinten um die Speiseröhre, wickelt den entweder ganz rum. Es gibt noch andere Techniken, das zeige ich Ihnen gleich. Und das zusammen mit der Hiatoplastik, also dem Verschluss des Zwerchfellbruchs, führt dann dazu, dass der natürliche Verschlussmechanismus in dieser Region wiederhergestellt wird und damit der Rück oder das, der, der, die, der Fluss von Magensäure in die Speiseröhre unterbunden wird. Es gibt verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Man kann sozusagen vorne hier so eine Teilmanschette von dem Fundus auf die Speiseröhre legen. Man kann diese Manschette auch weiter nach rechts ziehen. Man kann dann sozusagen hier den Magen fast vollständig von hinten um die Speiseröhre wickeln. Man kann den sozusagen auch vollständig um die Speiseröhre wickeln. Hier in unserer Klinik wird, wie in den meisten Kliniken, die das sehr viel durchführen, diese sogenannte Toupet-Operation verwendet, bei der vordere Teil der Speiseröhre sozusagen nicht von Magen umschlossen wird. Vorteil ist der, dass bestimmte Komplikationen oder Folgen der Operation wesentlich seltener als bei den anderen Operationsverfahren auftreten, weshalb das aus unserer Sicht, aber auch in großen Untersuchungen, die derzeit beste Technik bei der konventionellen Funduplikation darstellt. Dann gibt es noch verschiedene Antirefluxsysteme. Hier im Haus wird eines angeboten. Das ist dieses Magnetsystem, das nennt sich Linksystem. Sie sehen diese Magnetperlen hier. Hier ist der Verschluss für diesen Magnetperlenring. Hiermit kann man diesen Ring um die Speiseröhre legen, so wie Sie es hier sehen, was dann letztlich einerseits verhindert, dass die hier gezeigte Säure in die Speiseröhre aufsteigen kann. Gleichzeitig dehnt dieser Ring sich aber ein bisschen auf, sobald Nahrung hier ankommt, sodass die Nahrung aus der Speiseröhre in den Magen gelangt, aber die Säure eben nicht aus dem Magen in die Speiseröhre gelangen kann. Grundsätzlich ist dieses Verfahren gleichwertig zu diesen Funduplikationsoperationen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Aber es gibt zwei Dinge, die man beachten, als Betroffener auch abwägen und wissen sollte. Man kann die bei sehr großen Zwerchfellbrüchen nicht einsetzen, eben weil es die Gefahr besteht, dass dieser Ring dann an der Speiseröhre nach oben wandert. Und man muss wissen, dass dieser Ring natürlich aus Metall besteht, dieser Magnet, sind ja Magnete. Das heißt, man kann nach einem solchen Linksystem, nach einer solchen Linksoperation MRT-Untersuchungen nur noch sehr eingeschränkt durchführen, weshalb tatsächlich die meisten Patienten sich nicht für dieses Linksystem, sondern für eine konventionelle Operation, die diese Einschränkung nicht hat, entscheiden. Was sind jetzt die Folgen einer solchen Antirefluxoperation? Sofort nach der Operation besteht kein Sodbrennen, kein Reflux mehr. Aber es gibt in den ersten Wochen bei den allermeisten Patienten, in 40 bis 70% der Fälle ist es so in großen Untersuchungen, eine sogenannte Dysphagie. Das sind im Prinzip Schluckbeschwerden. Das heißt, man kann schon normal schlucken, aber man hat das Gefühl, dass gerade feste Nahrung oder größere Nahrungsbestandteile am Übergang zwischen Speiseröhre und Magen verzögert übertreten, was für die betroffenen Patienten nicht besonders angenehm ist, zum Glück aber innerhalb der ersten Wochen in der Regel relativ schnell sich bessert und dann nach einigen Wochen völlig verschwunden ist, sodass man sozusagen, sobald man diese unangenehme erste Phase nach der Operation hinter sich gebracht hat, dann auch ganz normal essen und trinken kann. Schwere Komplikationen sind bei diesen Operationen zum Glück extrem selten. Wir haben die hier praktisch auch nie bei Patienten beobachtet. Das tritt in 0 bis 4% der Fälle in der Literatur auf. Schwere Komplikationen wären zum Beispiel Verletzungen des Magens oder der Speiseröhre oder Verletzungen von Nachbarorganen, zum Beispiel der Milz. Was ist bei Patienten, die schon mal so eine Refluxoperation hatten, und damit komme ich dann auch letztlich zum Ende meines Vortrags, kann man da nochmal operieren? Ja, man kann. Das ist auch durchaus sinnvoll, wenn zum Beispiel eine Medikamentenunverträglichkeit Grund für die erste Operation war. Häufig treten diese Rezidive nach einer sehr langen Latenz von 10, 15, 20 Jahren auf, wenn überhaupt. Diese Operationen sind technisch deutlich anspruchsvoller als die Erstoperationen und sollten deshalb in der Regel in einem spezialisierten Zentrum, das entspricht auch den Leitlinienempfehlungen, durchgeführt werden. Wir machen solche Operationen, sind aber natürlich auch eine Klinik, die sehr viele dieser Eingriffe durchführt und deswegen in gewisser Weise da auch als Zentrum tätig ist. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags angekommen und danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr umfassend auch und nochmal sehr detailliert auf die OP-Methoden eingegangen und auch nochmal auf die verschiedenen, ich sag mal, Konsequenzen.
Und die besten Varianten, wie sie heute nach Forschung und Erfahrung dann entsprechend vorliegen. Es freut mich sehr, dass zwei Ihrer Patienten heute den Weg zu uns gefunden haben und bereit sind, über ihre Erfahrungen zu berichten, weil wir immer wissen, dass das für diejenigen, die betroffen sind, ganz oft schwierig ist, auch jemanden zu finden, der einfach auch mal aus den eigenen Erfahrungen berichten kann und das auch immer sehr hilfreich ist, um auch für sich selbst dann vielleicht auch nächste Schritte gehen zu können. Beide Patienten sind operiert worden, haben aber ein bisschen unterschiedliche Krankheitsgeschichten, was auch nochmal ganz spannend ist, weil das natürlich damit auch nochmal ein unterschiedliches Spektrum ist, das man dann hier sehen kann und erleben kann. Beginnen würde ich mit Dirk Marre. Ja, schönen guten Abend erstmal. Mein Name ist Dirk Marre, ich bin 56 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und vom Beruf Oberleitungsmonteur bei der Straßenbahn. Ja, ganz herzlich willkommen, dass Sie dabei sind. Ich würde tatsächlich, wir haben es ein bisschen aufgeteilt, das Gespräch in zwei Teile. Im ersten Teil erstmal darauf eingehen, wie sich Ihre Erkrankung dargestellt hat, welche Symptome bei Ihnen aufgetreten sind und auch wie der Verlauf der Erkrankung und der Behandlung dann ausgesehen hat. Ja, okay, also lass mich starten mit dem, wie lange Sie überhaupt erkrankt gewesen sind, bevor vor Ihrer Behandlung und an welchen Symptomen Sie gelitten haben. Das ist bei Ihnen ja so ein bisschen längere Geschichte. Ja, also erkrankt wurde ich 2012 und zwar kann ich mich auch noch gut daran erinnern, es war ein Sonntag gegrillt und mir ist ein Stück Fleisch in der Speiseröhre stecken geblieben. Und Panik hin, Panik her, ab ins Krankenhaus und zwar ins Josefshospital nach Bochum. Gut, und da hat man mich dann auf den Kopf gestellt. Es floss dann nach einer gewissen Zeit ab und dann wurde ich halt mit PPIs erstmal vollgedrückt. Dann wurden auch diverse Tests gemacht, Mammographie und so weiter, pH-Mammographie. Und wie gesagt, man hat erstmal auf Reflux überhaupt nicht reagiert, sondern man hat es so laufen lassen. Ich sollte dann weiter PPIs nehmen nach Bedarf. Und das war wie gesagt 2012 und dann wurde das von Jahr zu Jahr wurde es eigentlich immer schlimmer. Dann wurde wieder eine Magenspiegelung gemacht. Dann wurde fiel das Wort dann Reflux auf und ja, Behandlung ja weiter PPIs nach Bedarf nehmen. Okay. Und das hat sich dann jetzt so weit hingezogen bis halt 2023 im Januar. Mhm. Und wie gesagt, da wurde wieder zur Spiegelung und da wurde dann auch festgestellt, dass ich dieses Barrett-Syndrom habe, also die Schleimhaut, dass sich die Schleimhaut verändert. Hatte Dr. Brinkmann ja auch gerade ein bisschen erklärt. Mhm. Genau, und wie gesagt, dadurch dann wurden die PPIs höher gesetzt auf 80 Milligramm, also pro Tag. Mhm. Die Entzündung ging dementsprechend auch zurück. Mhm. Dann wurde im April nochmal eine Spiegelung gemacht und dann hieß es, ja, soweit ist das jetzt zurückgegangen, alles wunderbar und wir nehmen weiter PPIs nach Bedarf. Mhm. Und dann habe ich, wie gesagt, 3-4 Tage abgesetzt und wie gesagt, und dann fingen die Probleme im Endeffekt wieder von vorne an. Ja, das heißt, das Essen ging schwer oder gar nicht runter. Ja, und dann, sage ich mal so, hatte ich mal die Schnauze voll auf gut Deutsch. Ne? Also irgendwas musste jetzt passieren, weil so ging es einfach nicht mehr weiter. Sie haben die dann wieder genommen, die Richtig. Tabletten, ja? Genau. Und hat das geholfen? Nicht immer. Also teilweise blieb das Essen trotz alledem stecken. Und okay. Das habe ich dann versucht zu erbrechen. Also es war keine schöne Art und Weise. Okay, also schon auch eine sehr, sehr schwierige Situation, die Sie dann da gehabt haben. Auf jeden Fall, vom Kopf her auf jeden Fall, weil man saß am Tisch, man wusste nicht, kann ich jetzt was essen, kann ich nichts essen, passiert jetzt irgendwas oder es war immer ein ungutes Gefühl dabei und man hat sich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Das war nicht schön. Sie haben das im Vorgespräch erzählt, dass Sie eigentlich gerne essen und essen gehen, auch mit Ihrer Frau ja, und natürlich. Dass das irgendwie nicht mehr so richtig toll gewesen ist. Na, wer sitzt einem schon gerne gegenüber und man sieht, dass es stecken bleibt und man läuft zur Toilette. Also es ist für beide Seiten nicht angenehm, muss man ganz ehrlich sagen. Also es hat auch keinen Spaß mehr gemacht und da haben wir uns dann doch weiter zurückgezogen. Okay, gut.
Jetzt sind Sie ja operiert worden. Wie sind Sie denn jetzt überhaupt zu dieser OP gekommen und warum haben Sie sich dafür entschieden? Ja, einmal bin ich durch einen Kollegen, also meinen besten Freund, der wurde auch hier in dem Krankenhaus operiert. Der hatte auch einen Zwerchfellriss. Und man spricht ja so hin und wieder, ja, sagt er, ich habe das Gleiche und mir geht es seitdem wunderbar. Ich sage, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe mich hier operieren lassen und seitdem geht es mir richtig gut. Ich so, das ist okay, das ist, hört sich nicht schlecht an. Wie komme ich dahin? Mhm. Ja, und dann durch den Austausch, ja, da musst du dahin fahren, dann funktioniert das schon. Sind Sie ins MVZ gekommen in genau. Herne? Ja, ganz okay. Genau. Mhm. So, das war eigentlich der Weg. Okay, und Sie sind, glaube ich, bei Dr. Henning erst, ne? Dr. Henning? Und Nein, ich war vorher bei der Frau Doktor. Die sagte zu mir, wie gesagt, PPIs nach Bedarf. Und ich sage, das kann nicht der richtige Weg sein. Also sie hat nie, ich habe sie zwar darauf angesprochen, auf die OP-Möglichkeit, aber die hatte sie gar nicht in Erwägung gezogen. Und das fand ich ein bisschen schade. Oder sie hat mir keinen zweiten Weg aufgezeigt, sagen wir es mal so. Und dann sind Sie im Prinzip über Ihren Kollegen dann direkt an den Kontakt für die Sprechstunde gelangt. Ah, okay. Genau. Okay. So, dann ist ja die OP durchgeführt worden. Sie haben sich ja dann dafür entschieden. Wie ist das, wenn nach der OP hat man da starke Beschwerden? Sieht man das? Also ästhetisch gesehen sieht man so gut wie gar nichts mehr, muss ich sagen. Gott sei Dank auch, finde ich total klasse. Ja. Also man kann den Bauch noch zeigen, so ein bisschen. Wo ich wirklich Probleme hatte, war nachher, der Körper wird mit Gas aufgepumpt, wenn ich das alles so richtig mitgekriegt habe. Und danach hatte ich also wirklich Probleme unterhalb vom Bauch, also unterhalb von dem Rippen und bis hoch in die Schulter. Ich denke mal, dass der linke Arm auch ein bisschen fixiert wurde. Ja. Und da hatte ich dann wirklich schon echt starke Schmerzen. Muss ich sagen. Was ich aber nicht hatte, das waren irgendwelche Schluckbeschwerden oder sonst irgendwas. Also das funktionierte sofort, muss ich sagen, einwandfrei. Also es war wie 2011, 10, so die Richtung. Also da hatte ich überhaupt keine Probleme. Also bevor Sie erkrankt sind, quasi wieder die gleiche Situation. Genau. Das heißt, Sie gehen jetzt mit Ihrer Frau wieder regelmäßig essen? Auf jeden Fall. Okay. Nee, es ist wirklich eine Menge Lebensqualität zurückgekehrt. Das muss ich wirklich sagen. Weil der Gedanke, immer irgendwo zu sitzen und sagen, oh, kann ich was essen, kann ich nicht was essen, das nervt, das ist nicht mehr schön, also muss ich sagen. Also vom Kopf her ist man, von der Psyche her ist man wirklich fast neu geboren, würde ich fast sagen. Okay, das ist ja schon auch sehr nachhaltig dann. Sie haben gerade auf das Problem hingewiesen, dass Sie so direkt nach der OP gehabt haben. Vielleicht können Sie einfach mal sagen, wie lange das angedauert hat, damit man einfach mal ein Gefühl bekommt. Ja, das war nicht immer, sondern so stoßweise, abends manchmal nach dem Essen. Und das dauerte eine Viertelstunde, 20 Minuten. Das war so ein wirklich stechender Schmerz. Mhm. Der war dann aber wirklich nach einer Viertelstunde wieder weg. Und das dauerte ungefähr 14 Tage und dann hatte ich keinerlei Symptome mehr. Also es war nichts mehr da. Weder Schmerzen noch sonst irgendwas. Und dafür aber essen und trinken wie früher. Ganz genau, in Maßen. Also ich esse mittlerweile weniger. Ich meine, das tut jeder Figur auch, glaube ich, ganz gut, weil ich bin der Meinung, ich habe ein früheres Füllegefühl. Also ich werde eher satt, als es früher war. Okay. Ja, da würde ich jetzt auch tatsächlich mal übergehen zu den Fragen, die Dr. Brinkmann in der Regel von Patienten auch gestellt bekommt, bevor sie sich operieren lassen. Also die Themen, die Menschen da sehr bewegen. Und es freut mich, dass Sie da beide auch so nett sind und auch nochmal darauf eingehen. Dieses Thema mit dem, ob Sie alles essen oder trinken können oder gibt es irgendwo Probleme, das haben Sie uns gerade schon erzählt. Ne? Ist wie vorher nur schneller satt. Genau. Dann wird oft gefragt, und das war jetzt auch in den vorangegangenen Vorträgen auch immer mal da, können Sie nach der Operation noch aufstoßen? Das scheint Menschen auch sehr zu bewegen. Ohne Probleme. Okay. Also Blähung, das ist überhaupt kein Problem. Blähung und Aufstoßen, überhaupt kein Problem. Ein bisschen anders als früher. Also ich sag mal, dieses ordinäre Rülpsen, das geht so nicht mehr. Gott sei Dank, finde ich auch okay. Sondern es ist so ein leises, unterdrücktes, sag ich mal. So ganz leise, langsam, das
geht auch nicht sofort, das geht alles ein bisschen langsamer dadurch. Das klingt irgendwie sehr elegant. Wird's auch so, wird auch wohl so sein. Ne? Okay, wie schaut denn das aus? Das Thema hat man ja in der Regel gerade so mit kohlensäurehaltigen Getränken. Können Sie die denn auch weiter ohne oder jetzt wieder gut trinken? Ohne Probleme. Der körperliche Zustand, wie schaut das denn mit dem nach der OP aus? Fühlen Sie sich fit? Ja, absolut. Ich habe ein bisschen Gewicht verloren. Also das ist gut, das habe ich schon Anfang des Jahres, weil ich so ein bisschen auch die Ernährung umgestellt habe. Kein Weizen, ganz wenig Alkohol, keine Süßigkeit, keine Schokolade mehr. Das hat mir alles die Frau verboten, was auch okay ist. Und Ihre Frau? Ja, natürlich. Also okay. Und wie gesagt, also Gewicht verloren habe ich jetzt seit Anfang des Jahres 12 Kilo. Da bin ich auch, das ist okay. Nach der OP habe ich kurzzeitig 3 bis 4 Kilo verloren, die dann aber langsam wieder aufgebaut. Okay, also ist tatsächlich die Ernährungsumstellung jetzt das, absolut, was dazu geführt hat, dass Sie dann einfach noch ein bisschen leichter geworden sind. Genau. Okay. Wie schaut das mit Sport aus? Können Sie das noch alles machen? Alles okay. Möglich, Kraftsport, Ausdauersport, überhaupt keine Probleme. Gut, dann mache ich das Ganze. Finde ich auch gut, das ist schön. Also Sie führen im Prinzip wieder das Leben, das Sie vor ganz der ersten genau. Diagnose genau. geführt haben. Ja. Okay. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns gleich nochmal, wenn wir okay. in die Fragerunde einsteigen. Und jetzt würde ich mit unserem zweiten Patienten, mit Herrn Rutgeri, weitermachen. Vielleicht hallo. Sind Sie auch, hallo, vielleicht sind Sie auch so nett und stellen Sie sich einmal ganz kurz vor. Ja, ich bin Patrick Rutgeri. 35 Jahre alt, komme aus Dortmund und ja, beruflich bin ich Maschinenbautechniker. Genau. Okay. So, over up this. Ja, auch bei Ihnen würde ich gerne durchstarten und ich hatte das ja am Anfang schon kurz erwähnt, das ist schon auch sehr unterschiedlich, Sie beiden jetzt als Patienten zu betrachten, sind beide operiert worden, aber Ihre Erkrankung und der Verlauf ist schon auch ein bisschen unterschiedlich, deswegen die Frage, wie lange sind Sie denn erkrankt gewesen, auch jetzt vor Ihrer operativen Behandlung, an welchen Symptomen haben Sie gelitten und wie sind Sie denn so zu Beginn behandelt worden? Ja, bei mir war das so 1,5 Jahre vor der OP im Grunde, dass es dann so langsam anfing mit dem Brennen in der Speiseröhre, vor allem halt nachts die Probleme, gerade im Liegen, wo die Magensäure dann in die Speiseröhre gelaufen ist, dass man dann wach wurde, man konnte nicht schlafen, am nächsten Tag war man nicht ausgeruht, ist ja nicht ausgeschlafen zur Arbeit gegangen, sage ich mal, hat da vor Ort noch die Probleme gehabt. Zudem kamen noch im Laufe der Zeit Schluckbeschwerden auch. Es war jetzt nicht so dramatisch wie bei dem Dirk, aber ich musste halt, wenn ich gegessen habe, teilweise mehrmals schlucken, um die Mahlzeit in den Magen zu bekommen oder mit Wasser dann vermehrt nachspülen. Genau, das waren dann so die Symptome, die ich hatte. Sie, ich meine, 2021 ist das aufgetreten erstmals. Ja, so, ne? Ja. Das heißt, bei Ihnen ist quasi die Erkrankungsgeschichte nicht ganz so lang. Mhm. Und Sie sind aber ja auch noch an Jahren noch etwas jünger. Ja, klar. Also, auch, also schon relativ früh aufgetreten. Wie wurden Sie denn jetzt behandelt, bevor Sie sich für die Operation entschieden haben? Ja, ich bin dann aufgrund der Symptome erstmal zum Hausarzt gegangen. Der hatte dann auch schon so den Verdacht, dass es eventuell ein Zwerchfellbruch sein könnte. Hat mich dann auch zum Facharzt verwiesen, wo dann eine Magenspiegelung durchgeführt wurde. Das wurde dann auch da bestätigt. Und dann wurde mir im gleichen Zug noch auch diese Säureblocker verschrieben. Die habe ich dann auch eingenommen. Und die haben auch gewirkt, also sobald ich die genommen habe, hatte ich auch im Grunde gar keine Beschwerden mehr. Der zweite mit der OP, das wurde von einem Hausarzt mal so ein bisschen so im Hintergrund, sag ich mal, angedeutet, aber man hat so gemerkt, er hielt davon nicht viel. Er hat mich da mehr oder weniger so damit abgespeist, ja, nehmen Sie die Tabletten und gut. Was mich dann nicht so richtig zufriedengestellt hat, muss ich sagen, weil mit Anfang 30 wollte ich jetzt nicht irgendwie mein Leben lang jeden Tag
wahrscheinlich Tabletten nehmen müssen. Und genau. So, das heißt, Sie hatten die OP sozusagen für sich zumindest gedanklich schon mal im Hinterkopf. Ja. Jetzt hat Ihr Hausarzt das nicht empfohlen. Wie sind Sie denn tatsächlich dann auch gekommen? Ja, man hat dann selber schon so ein bisschen recherchiert im Internet. Was kann man machen? Was gibt es da noch für Alternativen zu den Tabletten? Und ja, dann meine Partnerin hat parallel auch schon immer so ein bisschen geguckt und sie ist dann auf die Sprechstunde aufmerksam geworden oder hat das gefunden im Internet. Ja, und daraufhin, also weil das dann auch eine spezielle Reflux-Sprechstunde war, wo es wirklich nur dann um das Thema ging, war das natürlich interessant, das sich dann mal von einem anderen nochmal eine zweite Meinung einzuholen. Und ja, genau, daraufhin habe ich dann da einen Termin gemacht. Und warum haben Sie sich für die OP entschieden? Ja, er hat mir das aufgezeigt, dass es auch noch einen anderen Weg gibt und dass die Chancen wirklich dann ohne Tabletten jeden Tag nehmen zu müssen, dass die Chancen recht gut stehen. Und genau, das hat mir dann viel Mut gegeben, um Rest des Lebens nicht jetzt jeden Tag Tabletten nehmen zu müssen. Das war so ein bisschen auch der Auslöser, ne? Weil Sie ja von Anfang an gesagt haben, ich will eigentlich nicht das ganze Leben Tabletten nehmen von Ihrem, ich sag mal, Basisalter der Erkrankung dann her. Okay. Ja, man hat ja auch vorhin gesehen, dass es eventuell, auch wenn es nicht bestätigt ist, dass es da Nebenwirkungen geben kann. Und ja, will man sich vielleicht in 30 Jahren auch nicht vorhalten müssen, hätte ich es damals vielleicht doch gemacht. Jetzt habe ich den Salat hier oder so. Mhm. Ja. Okay. Jetzt haben Sie sich ja, sind Sie ja operiert worden. Wie geht es Ihnen denn jetzt heute? Was hat sich verändert? Und vielleicht können Sie auch ein bisschen was zu Ihrer Lebensqualität sagen. Ja, also seit dem ersten Tag hatte ich nicht einmal mehr jetzt die Beschwerden. Musste nicht einmal mehr Tabletten nehmen, also direkt den ersten Tag nach der OP. Wie neugeboren, wie der Kollege eben auch schon gesagt hat. Also ja, das kann ich auch nur bestätigen. Okay. Ja, dann würde ich tatsächlich auch nochmal die Fragen aufgreifen, die Patienten in der Regel stellen, bevor sie sich operieren lassen. Und freue mich da auf Ihre Antworten. Können Sie jetzt nach der OP alles essen und trinken oder gibt es irgendwo mit noch Probleme? Ja, also ich kann grundsätzlich alles essen. Beim Trinken, da achte ich schon so ein bisschen drauf, dass ich jetzt nicht viele Getränke mit Kohlensäure konsumiere. Also wenn ich jetzt mal ein, zwei Cola nacheinander trinke, dann merke ich schon ein schnelles Völlegefühl und man merkt, dass die Luft, die dann im Körper ist, nicht so schnell entweichen kann wie sonst. Das Aufstoßen, ja, das fällt natürlich ein bisschen schwerer, als es damals war, vor der OP. Ja, man merkt dann schon, dass der Körper sich umstellt und dann die Luft eher in Form von Blähungen entlädt, sage ich mal. Und ja, aber prinzipiell kann man, also essen sowieso kann ich alles. Beim Trinken muss man ein bisschen gucken, ein bisschen in Maßen konsumieren, ja. Okay, kommen wir zu Ihrem körperlichen Zustand nach der OP. Fühlen Sie sich fit? Ja, ich fühle mich fit. Also Sport kann ich auch alles machen. Fahre jeden Tag im Moment eine Stunde mit dem Fahrrad zur Arbeit hin und zurück. Also von dem her. Passt das alles? Passt das, ja. Ah ja, prima, ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns auch gleich nochmal wieder in der gemeinsamen Runde jetzt wieder. Und ich würde tatsächlich an der Stelle auch nochmal ans Team direkt die Bitte geben, dass Sie gleich uns alle gemeinsam einblenden. Es sind hier sehr, sehr viele Fragen eingegangen über den Verlauf der Veranstaltung. Vielleicht nochmal ganz wichtig, dass wir auch einige Zuschauer haben, die sich über Facebook zugeschaltet haben. Wenn Sie uns Fragen schicken möchten, dann können Sie das, indem Sie über die Kommentarfunktion diese stellen. Die würden wir dann hier entsprechend auch dann integrieren. Und vielleicht können wir, bevor wir mit diesen Fragen anfangen, noch mal einmal ganz kurz. Wir haben ja jetzt zwei operierte Patienten gehabt. Wir haben auch dieses Gespräch gehabt. Ist das denn, da würde ich an Dr. Schweinfurt und Dr., der ja auch so Kriterien noch mal aufgeführt hatte, ist das dann jetzt für jeden
Refluxpatienten der richtige Weg oder gibt es da Unterschiede? Da gibt es ganz sicherlich Unterschiede. Ich glaube, die Zahl aller derer, die für eine Operation in Frage kommen, ich glaube, die liegt eher so im einstelligen Bereich unter allen Refluxpatienten. Es kommt letzten Endes einfach darauf an, dass man sie herausfiltert. Und da liegt dann letzten Endes auch liegt das Erfolgsgeheimnis der OP, dass man durch eine saubere Anamnese, wie wir es vorhin auch gesagt haben, durch eine saubere Diagnostik. Wir haben so viele Möglichkeiten heutzutage. Wir sind beispielsweise bei dieser Perimetrie, bei dem, was da noch dazukommt, das ist die sogenannte Impedanzmessung, da, wo es dann um den nicht sauren Reflux geht, in der Lage, den Symptomen der Patienten auch das jeweilige Refluxereignis zuordnen zu können. Die müssen dann jedes Mal so eine Taste drücken und dann können wir also wirklich ganz genau sagen, hier hat ein Refluxereignis stattgefunden und haben Sie hier Beschwerden gehabt, haben Sie hier Symptome gehabt? Und dann können wir wirklich am Ende dieser 24 Stunden ziemlich genau auch sagen, ja, die Beschwerden kommen von den Symptomen. Wenn das gelingt, dann ist es wirklich eine tolle Sache. Und wenn wir sehen, die PVIs sind überfordert, die kommen ja einfach nicht weiter oder die Patienten möchten es einfach nicht mehr nehmen. Okay. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, wäre schön, wenn alle Beteiligten dazukommen könnten, dass wir so alle Bilder einmal auf dem Bildschirm haben. Und dann würde ich hier mal so sukzessive die Fragen vorlesen, damit die Teilnehmenden das auch wissen und sie natürlich auch, wo wir an welcher Stelle wir sind. Ich würde, Herr Dr. Schweinfurt, das ist so ein bisschen Ihre Domäne, da sind auch relativ viele Fragen gekommen. Wo sind denn jetzt Professor Bausch, Herr Marre und Herr Rotgeri? Ach, die sind auch zu sehen. Entschuldigung, ich habe auf den falschen Bildschirm geguckt. So, das Thema Ernährung. Hier gibt es einen Herrn, ich nehme an, er isst gerne Zwiebeln und Tomaten, weil er an dieser Stelle nochmal, Sie hatten ja auch ein paar Lebensmittel schon aufgeführt, er hier fragt, begünstigen Zwiebeln und Tomaten auch in gekochtem Zustand den Reflux? Ich denke schon. Ja, wäre mir zumindest nicht bekannt, dass das einen Unterschied ausmacht, der Kochvorgang in diesem Fall. Okay, gut. Mhm. Spielen histaminhaltige Lebensmittel eine Rolle? Per se jetzt nicht unbedingt. Wenn man tatsächlich eine Intoleranz hat, dann kann das tatsächlich Auswirkungen haben. Dann ist zu viel Histamin da. Histamin wiederum hat auch wieder was mit den säureproduzierenden Zellen im Magen zu tun. Also da gibt es tatsächlich Zusammenhänge. Histaminintoleranz, die kann sich auch oft mal durch Sodbrennen auch äußern, neben anderen Magen-Darm-Beschwerden auch. Okay. So, dann haben wir hier jemanden, da wird nachgefragt nach dem beim stillen Reflux. Wie stelle ich meine Ernährung, meine Lebensgewohnheiten nach Möglichkeit gezielt um, wenn ich bislang überhaupt keine Trigger ausmachen konnte? Beschwerden, Sodbrennen verspüre ich bislang nicht. Und dann kommt eben die Annahme, nennt sich, soweit ich weiß, stiller Reflux. Das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen so eine Definitionsfrage. Also stiller Reflux, da bezeichnet man eigentlich eher so Symptome des Rachens, Räuspern, Räusperzwang, Nebenhöhlenbeschwerden, die dann häufig in den Morgenstunden nach dem Aufwachen wahrgenommen werden, während man den eigentlichen Reflux in der Nacht, das Hochfließen der Säure dann eigentlich gar nicht gemerkt hat und auch am Tagesverlauf eigentlich kein Sodbrennen mehr hat. Das ist eigentlich so das. Also dann müssen ja irgendwie dann doch das Beschwerden dann irgendwo da sein. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Therapie sich eigentlich nur an die Symptome oder überwiegend an die Symptome wendet. Es sei denn, man hat wirklich eine schwere Refluxentzündung der Speiseröhre oder bereits Komplikationen, die man endoskopisch dann sieht. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass wir nur Beschwerden behandeln, wenn keine Beschwerden da sind. Mhm. Also ich glaube, da geht es begrifflich so ein bisschen, da sind wir uns nicht ganz einig. Also stiller Reflux wäre halt eher so diese Symptome hier oben in dem Bereich. Da können Säureblocker durchaus helfen. Okay, hier war ja jetzt die Frage nach, man würde gerne die Ernährung umstellen. Geht das damit auch? Oder weil hier das Problem der Triggerfrage war. Wahrscheinlich also, ist das Räuspern nicht an irgendwie, konnte die mit der Ernährung nicht in Verbindung gebracht werden. Genau, also ich denke, das ist ja mal so eine Sache mit der Ernährung. Man wird ja so wissen, aus welcher Situation man heraus Ernährungsverbesserungen vornimmt. Wenn man sich grundsätzlich ungesund ernährt, viel Fastfood, viel fettreiche Ernährung, dann weiß man, dass man hier etwas hat, was man verbessern kann. Während man jetzt nicht diejenigen, die sich
grundsätzlich vielleicht schon relativ ausgewogen ernähren, die viel Gemüse, viel Obst essen, dass man denen jetzt noch Druck macht und sagt, ihr müsst auch das bisschen an Süßigkeiten, was ihr zu euch nehmt, jetzt auch noch weglassen. Also da muss man einfach immer so ein bisschen gucken, woher man kommt, von welcher Grundsituation der Ernährung her und ob hier wirklich noch was zu verbessern ist. Man will dem Patienten auch nicht jetzt unnötig viel Stress machen. Da soll ja auch noch Lebensqualität das Essen bedeuten. Bei der nächsten Frage erstmal schon mal ein ganz herzlicher Dank für die bisherigen Informationen. Es ging vorhin mal um das Thema Zwerchfelltraining. Und hier kommt jetzt die Frage, macht das Zwerchfelltraining auch bei einem Zwerchfelldurchbruch Sinn? Ich glaube, so genau ist das nicht untersucht, aber ich denke mal, dass wenn der zu groß wird, wenn also die Zwerchfellschenkel schon zu weit auseinander gewichen sind, dass da irgendwo dann auch der Effekt des Zwerchfelltrainings limitiert sein wird. Also große Hernien glaube ich nicht, dass das da richtig viel was bringen wird. Aber wie gesagt, da gibt es auch keine guten Studien zu. Okay. Dann die schon sehr oft erwähnten PPIs. Nimmt der Herr, der hier fragt, schon seit einigen Jahren. Ich habe auch des Öfteren Folsäuremangel gehabt. Kann dies von den Medikamenten kommen? Ich bin dann richtig müde. Kann sein, es kann theoretisch dazu kommen, man weiß es beispielsweise auch von dem Vitamin B12, auch von der Folsäure, dass das Einflüsse haben kann, immer alles ganz, ganz vorsichtig formuliert. Wenn man dann den Faden weiterspinnt, der Folsäuremangel, der kann wiederum eine Blutarmut verursachen, aber ob das dann wirklich so ist, da wäre ich jetzt vorsichtig. Es gibt auch viele andere Gründe, warum man müde sein kann, warum man einen Folsäuremangel haben kann, das jetzt klar darauf zurückzuführen, das würde sicherlich zu weit gehen. Okay. Wirkt Isomeprazol besser als Pantoprazol? Könnte man damit ausschleichen? Ganz klein bisschen besser wirkt es tatsächlich. Also es gibt da so eine Rangliste, aber es ist in den meisten Fällen nicht wirklich relevant. Ich würde nicht zum Ausschleichen das umstellen jetzt auf einen anderen Säureblocker. Da würde man dann einfach sagen, man halbiert die Dosis, dann viertelt man sie und danach ein, zwei Wochen lässt man es ganz weg. Okay. Können Mahlzeiten durch dauerhafte Einnahme von Säureblockern richtig durch den Magen verarbeitet werden? Die Magensäure wird doch dafür benötigt. Also tatsächlich so eine funktionelle Frage. Unbedingt. Also es ist ja nicht so, dass die Magensäure komplett auf null reduziert wird. Und offenbar scheinen diese übrig gebliebenen 30-40% Säure im Verlauf des Tages dafür völlig ausreichend zu sein. Es gibt das ein oder andere Vitamin, das andere ein oder andere Spurenelement, was tatsächlich schlechter aufgenommen wird dann. Ich sprach gerade davon, Vitamine, Vitamin D, Vitamin C vielleicht auch so ein bisschen. Aber das scheint tatsächlich nicht relevant zu sein. Auch die Nährstoffe, die wir brauchen am Tag, die scheinen in ihrer Verarbeitung nicht relevant dadurch gestört zu werden. Es gibt ja auch Menschen, die gar keinen Magen mehr haben nach Operationen. Die schaffen das ja auch über Jahrzehnte normal zu leben. Die müssen sich anders ernähren dann, aber das funktioniert ja auch. Ja, Sie hatten vorhin angesprochen, dieses Thema auch, was es so an Erkrankungen, die damit assoziiert werden, ob das tatsächlich richtig ist oder nicht. Hier gibt es jetzt tatsächlich noch die Frage, Immunsystem insgesamt geschwächt. Gibt es da auch was man dazu sagen kann? Wäre mir überhaupt nicht bekannt, dass es da irgendwelche belastbaren Untersuchungen zu gibt. Wenn man sucht, wird man mit Sicherheit irgendwas finden, aber nichts, was jetzt in der Öffentlichkeit, glaube ich, verdient hätte. Ja, okay, gut. Jetzt kommen wir nochmal wieder zum Thema Ausschleichen. Wie sollte ein Ausschleichen von Pantoprazol 40 Milligramm 1010 nach sechswöchiger Einnahme möglichst geschehen, um einen Rebound-Effekt zu vermeiden? Gibt es da Tipps? Ach, doch keine Faustregel. Ich würde sagen, wirklich erstmal auf die Hälfte zurückgehen. Was war das? Hat er gesagt, wie viele ist eingenommen? Die ganzen 40 Milligramm 101. Würde ich mal erstmal die Abenddosis weglassen und dann irgendwann mal auf eine halbe Tablette nach ein paar Tagen und dann ist es ganz draußen. Also eine Faustregel gibt es da nicht. Okay. So, jetzt muss ich mal, ich gestehe, die Schrift ist hier so klein, das macht es mir manchmal ein bisschen schwer, es zu lesen. Nächste Frage. Nach untypischen Symptomen, Kloßgefühl, Stimme aufstoßen, wurde eine Gastroskopie gemacht mit Heliobacterbefund, mit Andromgastritis. Nach Erudation noch mehr Probleme, meine Frage. PPI weiter.
Antazida hilfreich? Weitere Diagnostik? Fragezeichen. Vielleicht sind Sie so lieb und würden es so ein bisschen nochmal für diejenigen, die nicht ganz so tief in der Thematik sind, erklären. Also hier hat es offenbar einen Patienten gegeben, der einen sogenannten Helicobacter hatte im Magen. Der ist behandelt worden durch Eradikation und danach sind die Beschwerden, das Sodbrennen, eher schlimmer geworden, wenn ich es richtig verstehe. Wobei er spricht hier von untypischen Symptomen. Also richtig Sodbrennen war es wohl offensichtlich gar nicht. Mhm. Aber die Beschwerden sind schlimmer geworden. Refluxbeschwerden können nach erfolgreicher Eradikation, wenn dieser Helicobacter, der ja behandelt werden muss, also das ist mal vorab schon mal selbstverständlich, der soll behandelt werden, aber danach können tatsächlich refluxartige Beschwerden schlimmer werden, weil die säurebildenden Zellen im Magen, die sind dann nicht mehr unter Kontrolle dieses Bakteriums gewissermaßen und produzieren tatsächlich wieder etwas mehr Säure. Es sind untypische Beschwerden, die der Patient hier geschildert hat. Und da hatte ich ja eben schon gesagt, da sind wir dann doch schnell dabei zu sagen, da muss man doch mal ein bisschen näher gucken, muss man doch mal ein bisschen mehr Diagnostik noch machen, zumindest erstmal eine Magenspiegelung noch mal machen, zu sehen, wie die Speiseröhre aussieht, vielleicht auch mal eine Säuremessung machen. Ich würde schon vorschlagen, in jedem Fall würde ich etwas Diagnostik betreiben, ja. Okay, also wenn man da jetzt mehr wissen will, dann auf jeden Fall auch persönlich dann mal vorbeikommen. Okay, ich habe eben gesehen, dass es einen Zusammenhang zwischen Sinusitis und Reflux geben kann. Ist das korrekt? Kann der Reflux eine chronische Sinusitis auslösen? Betrifft das auch Polypenbildung in den Nebenhöhlen? Kann der Auslöser für einen stillen Reflux ein Magenpartnerkrampf als Baby sein? Ob er jetzt Polypen auslösen kann, ich nehme es mal an. Ich bin kein HNO-Arzt. Eine chronische Sinusitis kann er auf jeden Fall auslösen. Auslöser für einen stillen Reflux in einem Magenpförtnerkrampf als Baby zu sehen, das erscheint mir doch sehr gewagt. Also da müsste man zunächst mal erwarten, dass Symptome der gestörten Magenentleerung, Völlegefühl nach dem Essen, dass die dem Ganzen vorausgehen und sich das Ganze nicht primär als Reflux äußert. Scheint mir so ein bisschen gewagt zu sein, dieser Zusammenhang. Okay. Ein Herren, 61 Jahre, nimmt seit circa 25 Jahren täglich abends 20 Milligramm Esomeprazol. Die Refluxbeschwerden habe ich damit weitestgehend unter Kontrolle. Ist es ratsam, die medikamentöse Therapie fortzusetzen? Die schwierigsten Patienten. Jemand, der unter Säureblockern völlig beschwerdefrei ist und nur Angst vor den Nebenwirkungen hat. Und da muss man einfach sagen, da trifft eben das zu, was ich vorhin sagte. Wir haben einfach nicht diese Studien, um diesem Patienten exakt raten zu können, was er nun zu tun hat. Und ich misstraue immer allen, die entweder sagen, Teufelszeug, bloß die Finger von lassen, auf Dauer darf man das nicht nehmen, das macht Nebenwirkungen und umgekehrt. Aber auch eben die sagen, alles kein Problem. Die Evolution hätte die Magensäure längst abgeschafft, wenn sie keinen Sinn hätte. Wenn ich jetzt als 15-, 20-Jähriger 7-8 Jahrzehnte Säureblocker-Einnahme vor mir hätte, wenn ich wüsste, ich habe alles ausgeschöpft, dann würde ich mir das, glaube ich, auch überlegen. Dann würde ich dazu tendieren, mit 60, wenn man immer damit gut klargekommen ist, Herr Brinkmann sagt ja auch eben auch, die Operation bringt nicht immer, meistens schon, in großer Überzahl schon, aber nicht immer die gewünschten Erfolge. Manchmal treten unerwünschte Nebenwirkungen auf. Also ich würde mich da schwer tun, offensichtlich ganz offen gestanden, mit 61 da dringend zu einer OP zu raten. Okay, jetzt haben wir hier wieder das Thema bei jemandem, der eben diese Protonenhemmer nimmt und auch beschwerdefrei ist. Wenn er das Medikament absetzt, sind dann so Sodbrennen und Völlegefühl ist wieder da. Und da ist jetzt genau dieses Thema negatives Schlagzeilen der Protonenhemmer. Denkt er jetzt über eine OP nach? Das ist wahrscheinlich wieder genau wie bei der letzten Frage, die wir gehabt haben. Kommt drauf an. Richtig? Ja, also beim Thema Demenz bin ich da auch ganz zurückhaltend. Aber wie gesagt, ich hatte ja eben eine ganze Reihe von Nebenwirkungen aufgelistet, die man nicht ausschließen kann. Ne? Und ja, es bleibt letzten Endes eine ganz persönliche Entscheidung, was man bereit ist, irgendwo an Restrisiko in Kauf zu nehmen. Schwierige Frage. Jetzt an unsere beiden Herren, die behandelt worden sind. Da ist tatsächlich mal die Frage gekommen, ob Sie dann im Vorfeld die Ernährung schon umgestellt haben.
Ja, also ich habe es ein bisschen probiert, also die Ernährung umzustellen, auf fettige Lebensmittel zum Beispiel zu verzichten, viele Sachen noch ausprobiert, aber den großen Erfolg habe ich ehrlich gesagt damit nicht gehabt. Es hat sich ein bisschen reduziert, aber es ist auf jeden Fall nicht komplett weggegangen. Und ja, dann ist, wie er sagt, dann die Lebensqualität ja auch wieder sehr eingeschränkt dadurch, dass man wieder verzichtet und aber trotzdem nicht zum vollen Erfolg führt. Ja. Okay, also tatsächlich auch erstmal in der ersten Stufe das auch ausprobiert, ob das ja eine Option ist. Ja. Also bei mir war es ähnlich. Mhm. Nur halt, dass es trotz der Medikamente, die ich weiterhin genommen habe, also ich habe die Ernährung ja komplett umgestellt, auf kein Weizen, kein Zucker etc. Nur halt, trotz Medikamente ist mir halt das Essen teilweise in der Speiseröhre stecken geblieben. Ne? Und das, das war halt auch mit der große Ausschlag, dass ich gesagt habe, so geht das nicht weiter. Weil die Medikamente wurden ja immer höher von der Dosis her, die ich dann auch von mir ausgenommen habe. Ich bin ja mit 20 Milligramm angefangen, war nachher teilweise bei 60 Milligramm am Tag. Ne? Mhm. Und das kann ja irgendwo nicht der Weg gewesen sein. Gut, aber nochmal vielleicht ganz wichtig, jeder von Ihnen hat das tatsächlich auch mal im ersten Schritt ausprobiert, kann eben eine Ernährungsumstellung auch eine Lösung für Sie sein. Ja, mhm. Genau, okay. Richtig. Dann kommt die Frage eines Herrn, wer überweist mich zur pH-Metrie, geht die nur ohne PPI? Primär werden die Säuremessungen tatsächlich ohne ein PPI gemacht, dann wenn erstmal die Diagnose gestellt werden muss. Es kann aber auch durchaus Situationen geben, in denen man sich fragt, warum wirken denn die PPIs nicht? Und dann kann es auch im Einzelfall sinnvoll sein, die auch unter den PPIs zu machen. Okay. Gut, und Überweisung wahrscheinlich Hausarzt. Genau. Gibt es Blutdruckmedikamente, die Reflux fördern? Calcium-Antagonisten und Beta-Blocker. Okay. Dann haben wir hier eine Frage zum Thema, ob bei der Diagnose der Barrett-Schleimhaut eine OP sinnvoll ist oder ob man das auch konventionell therapieren kann. Man muss es überwachen. Das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Ne? Man muss halt gucken, wie weit ist die fortgeschritten? Gibt es schon Vorstufen zur Entartung? Und dann kann man auch endoskopisch da eine Menge tun. Man kann die endoskopisch entfernen, diese Schleimhaut. Es ist schon ein Zeichen für eine gesicherte Refluxkrankheit. Also Barrett ist schon immer, da muss man dann nicht noch irgendwelche pH-Metrien oder sowas, die pathologisch sein müssen, abwarten. Das ist schon ein Zeichen für eine gesicherte Refluxerkrankung. Und dann treten eigentlich die ganzen Aspekte, die wir jetzt schon besprochen haben, mit hinzu, vor der Frage, ob man sich deshalb operieren lassen möchte. Mhm. So, jetzt muss ich mal gucken. Eigentlich wieder eine Patientenfrage. Jetzt weiß ich aber nicht, ob Sie da tatsächlich aktiv sind. Frage, wie sieht es mit Kampfsport nach so einer OP aus? Ist auch das möglich, gerade in Bezug auf Druckausübung auf den Bauchraum? Haltbarkeit von Manschette verrutschen. Herr Rotgeri, machen Sie Kampfsport? Nee, leider nicht. Aus dem Alter bin ich raus. Ich hätte gesagt, vielleicht noch eine Anregung. Nee, auf keinen Fall. Okay. So, jetzt einfach eine Dosierungsgeschichte. Dr. Schweinfurt, ich weiß nicht, ob Sie da was zu sagen können. Eine halbe Pantoprazol, 20 Milligramm, ist noch nicht möglich, da die Tablette nicht geteilt werden dürfen. Oder ist die Frage? Genau, das ist richtig, aber das muss man dann auch nicht. Also wenn man die 20 und dann vielleicht nur jeden zweiten Tag und dann absetzt, dann muss man die nicht auch nochmal halbieren. Also das mit dem Ausschleichen, das darf man jetzt auch nicht auf die Spitze treiben. Okay. Dann haben wir ja noch eine Frage nach einem Syndrom. Ist das sogenannte Steak-Syndrom als spezielle Variante der Refluxerkrankung zu sehen? Kann durchaus Zusammenhänge geben. Also Steakhouse-Syndrom heißt einfach, es bleibt das Stecken, der dicke Fleischbrocken eben halt. Und das kann Folge der Refluxkrankheit sein, wenn es zur nabiger Einengung gekommen ist. Es gibt auch andere Erkrankungen, die sowas machen können. Allergische Erkrankungen der Speiseröhre beispielsweise. Das kann man so sagen, ja. Okay. Zwei Medikamentenfragen zum Abschluss. Empfehlen Sie Iberogast?
jetzt nicht für die Refluxkrankheit, für Magenbeschwerden in Form des Iberogast Advance weiterhin. Aber jetzt im Rahmen der Refluxtherapie, da hat es jetzt keinen sicheren Stellenwert. Okay, ein Herr, 70, hat einen Zwerchfellbruch, nimmt seit Jahren Esomeprazol, 20 Milligramm am Tag, hustet morgens sehr viel und abends auch. Hängt das damit zusammen oder gibt es da auch andere Gründe wahrscheinlich? Genau, gibt auch andere Gründe. Lungenfachärztlicher Art beispielsweise. Also da würde ich jetzt aus diesen Informationen, das wäre unseriös. Okay, ja, prima. Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Wie lange dauert die Diagnostik? Wie lange ist die Wartezeit bis zur OP? Das würde ich jetzt hier als abschließende Frage noch mitnehmen. Also die Diagnostik, wenn alle drei Untersuchungen, Endoskopie, Perimetrie, Manometrie, die erforderlich sind für die Operation gemacht werden, sind das 24 Stunden. Man muss mal gucken, wie man das dann zusammenpackt dann in einen Aufenthalt. Ja. Ganz herzlichen Dank an die Experten, die sich heute wirklich die Zeit genommen haben und auch alle Fragen, die hier reingekommen sind, nochmal detailliert zu beantworten. Ganz herzlichen Dank an unsere beiden Patienten, dass sie bereit gewesen sind, hier Rede und Antwort zu stehen und einfach auch mal die Patientenperspektive mit reinzubringen. Herzlichen Dank an all diejenigen, die teilgenommen haben und die entsprechend dieser Veranstaltung gelauscht haben, aber sich auch sehr aktiv beteiligt haben. Hier ist mehrfach immer noch mal, das ist nochmal ganz wichtig, sowohl für die Experten als auch für unsere beiden Patienten, mehrfach immer ein Dank nochmal eingegangen, eben dass diese Veranstaltung, so wie sie gestaltet worden ist. Und wir werden gleich zum Abschluss nochmal die Kontaktdaten einblenden. Das war jetzt an der einen oder anderen Stelle auch noch ein Thema, dass man vielleicht doch nochmal ein bisschen genauer miteinander sprechen möchte, um da wirklich jetzt sinnvoll auch eine Diagnostik und eine Empfehlung auszusprechen. Da blenden wir die gleich ein. Und ich würde dann ganz gerne, ich freue mich sehr, dass Professor Bausch, den Sie am Anfang auch gehört haben, auch bei uns ist, nochmal an ihn das Wort zum Abschluss, zur Verabschiedung übergeben. Ja, vielen Dank, Frau Lubin. Auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank den Referenten, aber auch den beiden Patienten natürlich insbesondere für die ausdauernden Vorträge und die ausdauernde Beantwortung aller Fragen, die jetzt im Chat aufkamen. Und auch von meiner Seite allen Zuhörern, die es bis jetzt ausgehalten haben, nochmal vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Und von meiner Seite aus wünsche ich Ihnen allen natürlich einen wunderschönen Abend. Auf Wiedersehen. Hier kommt noch parallel, während wir das Thema mit der Abschlussfolie gerade lösen, kann man die Dokumente bekommen für diejenigen, die Facebook haben. Wir laden das gleich auf Facebook, die gesamte Veranstaltung einmal nochmal hoch. Da können Sie das dann entsprechend sich gerne nochmal anschauen. Da sind ja auch die Dokumente dann mit drin zu sehen. Und wir werden das auch nochmal aufbereiten, um es dann auf unserem YouTube-Kanal, dem Elisabeth-Gruppen-YouTube-Kanal, zur Verfügung zu stellen. Da haben wir nur ein bisschen das Thema, es wird nicht morgen direkt dort sein, aber auch da wird es sein und man kann es dann auch über den Link, über die Webpage unter Reflux Marienhospital Herne dann entsprechend bekommen. Jetzt gehe ich nochmal die Frage ans Team. Ach, da ist die Folie. Hervorragend. Hier finden Sie jetzt die Kontaktdaten. Wenn Sie da Bedarf haben, bitte anrufen. Dann können Sie da mit den Kollegen auch nochmal persönlich ins Gespräch gehen. Ich sage mal Tschüss. Einen wunderschönen Abend an alle.